Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julia Kromer. Ich arbeite hier bei Senckenberg in diesem Gebäude hier im Biodiversität- und Klimaforschungszentrum und bin da in der wissenschaftlichen Koordination tätig. Ich bin Geoökologin, habe in den letzten Jahren viel mit dem Thema Architektur hier des Gebäudes und darüber hinaus mit der Architektur Ferdinand Kramers und des ganzen Campus beschäftigt und freue mich sehr, euch heute Mittag ganz herzlich willkommen heißen zu dürfen. Ich bin bei Senckenberg auch die Schnittstelle sozusagen zu den For Future Gruppen, bin selber bei den Scientists aktiv. Ja, und finde, dass diese Veranstaltung hier heute unglaublich gut hierher passt. Deshalb habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass wir sie hier abhalten können. Unser Gebäude ist nämlich ein Top-Beispiel dafür, wie man mit Elementen dieses Campus umgehen kann. Das ist, wie wir alle wahrscheinlich sehen, auch ein Gebäude von Ferdinand Kramer, der ja einen großen Teil des Campus hier gebaut hat. Und das erste, was renoviert und denkmalschutzgetreu wieder in Betrieb genommen wurde. Wer das interessiert, wir haben ja auch Broschüren dazu, die ausführenden Architekten uns dagelassen haben. Und diese Gebäude sind, wenn man eben die Energie bedenkt, die da drin steckt, sehr gut umzunutzen. Sie sind sehr flexibel an heutige Bedürfnisse anzupassen, sodass die graue Energie eben nicht verschwendet wird, sondern erhalten bleibt. Und ja, deshalb finde ich sehr gut jegliche Diskussionen, die in diesem Kontext am Campus geführt werden, und freue mich, dass das heute hier stattfinden kann und wünsche einen produktiven Tag. Ja, herzlich willkommen auch von mir erstmal und zur Veranstaltung Ökologische Stadt, Solidarischer Campus. Vielen Dank für die Räumlichkeiten hier, dass wir diesen wunderschönen Ort hier für die Veranstaltung heute nutzen dürfen. Genau, ein weiterer Dank nochmal an die Adler-Kantine für das Catering, für die leckeren Sachen, die sie heute Morgen schon zubereitet haben, und Kaffee und so weiter. Danke an The Fridays for Future, dass sie diese Veranstaltung organisiert haben. Und sonst vielleicht noch eine kleine Info, wenn ihr rausgeht, draußen liegt noch eine Unterschriftenliste von der Initiative Donnerdruckerei, wenn ihr da noch nicht unterschrieben habt, unterschreibt doch da mal gerne, damit dieses Gebäude erhalten bleibt. Aber auf dieses Gebäude werden wir wahrscheinlich heute noch öfters zu sprechen kommen. Vielleicht zu Beginn stelle ich euch mal die Referentinnen vor, die wir heute eingeladen haben und mit denen wir heute diskutieren werden. Von euch ganz links, zu meiner Rechten, Felix Wiegand. Felix Wiegand ist Sozialwissenschaftler, Stadtforscher und Aktivist, ist in verschiedenen Recht auf Stadtgruppen auch aktiv, unter anderem Eine Stadt für alle hier aus Frankfurt in der interventionistischen Linken, hat gerade als Wohnbaureferent für die Partei Die Linke gearbeitet. Links von mir, zur Rechten, haben wir Miriam Rabmund, sie ist bei den Architects for Future. Zu meiner Linken haben wir noch Tim Schuster vom offenen Haus der Kulturen, und zu eurer ganz Rechten haben wir Julien Liebig, die heute für die ehemalige Besetzung Die Druckerei spricht. Sie spricht aber auch für andere emanzipatorische Projekte immer wieder als Pressesprecherin und hat vor allem so den Fokus auf Stadtbild. Vielleicht einen kurzen Überblick zu haben, wie die Veranstaltung heute aussehen wird. Wir werden so drei Runden mehr oder weniger haben. Die erste Runde wird jeweils ein 10-minütiges Input von den Referentinnen hier aus den jeweiligen Perspektiven sein, wie wir Stadt und den Campus Bockenheim aus den verschiedenen Perspektiven verstehen können, was der Ist-Zustand ist und vor welchen Problemstellungen wir kommen. Die zweite Runde wird ein bisschen so die Überleitung sein,
wo wollen wir eigentlich hin, wie schaut eine solidarische und ökologische Stadt aus, wie schaut ein solidarisch-ökologischer Campus aus, wie kommen wir, was ist unsere Utopie, wo wir hinwollen, und aufbauend auf dem würden wir so hier ein bisschen die Diskussion eröffnen, was wir eine Zukunftswerkstatt gestaltet haben und gemeinsam Pläne schmieden, Bündnisse und so weiter, wie können wir für einen anderen Campus, für eine andere ökologische und soziale Stadt kämpfen. Genau, als erstes wird anfangen Felix Wiegand, er wird uns ein bisschen was zu erzählen, wie wir eigentlich politökonomisch die Stadt verstehen können und welche Rolle darin der Campus Bockenheim ein bisschen spielt. Danke. Ja, hallo auch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich versuche so ein bisschen das Ganze zu kontextualisieren und fange auch ein bisschen abstrakt an, nicht erschrecken. Aber ich glaube, es ist schon gut, das, was hier die letzten Jahre passiert und auch in Zukunft passiert, nochmal einzuordnen in so breitere gesellschaftliche und stadtpolitische Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte. Ich mache das, du hast schon gesagt, aus der Perspektive von einer kritischen, marxistisch-postmarxistischen Stadtforschung, einer politischen Ökonomie des Städtischen. Und das heißt also politische Ökonomie, dass man schaut, wie Politik und Ökonomie im Kapitalismus zusammenhängen und dass sie ganz eng zusammenhängen, das ist erstmal eine Grundannahme und dass man das eine nicht so richtig ohne das andere denken kann. Und dazu vielleicht eingangs, wie gesagt, nicht erschrecken, so zwei, drei Gedanken, so wiederkehrende Widersprüche und Dynamiken, die wir sehen aus der Perspektive, wenn wir abstrakt auf Stadtentwicklung im Kapitalismus gucken. Das eine, und das erleben wir alle im Alltag auch, glaube ich, ist ein Widerspruch zwischen Tausch- und Gebrauchswert. Also in der Gesellschaft, in einem Wirtschaftssystem, das darauf ausgerichtet ist, aus Geld mehr Geld zu machen, zu akkumulieren, Geld zu verdienen, jetzt so alltagssprachlich gesprochen, sind die Bedürfnisse der Menschen und die Bedürfnisse der Gesellschaft nicht immer oder nicht notwendigerweise im Mittelpunkt, sondern es geht erstmal um was anderes. Und das clasht regelmäßig. Das ist sozusagen was wir gesellschaftlich feststellen, aber was wir auch in der Stadt feststellen, bei städtischen Prozessen, an Orten in der Stadt. Und in der Stadt vor allem deshalb, weil, und das ist ein zweiter Punkt, in den Städten ganz viel Kapital und ganz viel Menschen, Arbeitskraft, menschliche Aktivität räumlich konzentriert sind. Das heißt, auf relativ kleinem Raum findet ganz viel statt und in der gebauten Umwelt, wie das dann in der Geografie heißt, ist ganz viel Kapital auch angelegt und es sind lange Zeiträume, es sind große Kapitalvolumina, die man braucht, um da was zu verändern. Das heißt, einerseits kann man da sehr viel Geld investieren und auch sehr viel Geld damit verdienen und andererseits aber, wenn man was anders haben möchte, dann dauert das auch sehr lange. Ne? Es sind Gebäude, haben jahrzehntelange Lebenszeiten im besten Fall. Straßen, die einmal gebaut sind für den Autoverkehr, kann man nicht schwuppdiwupp umwandeln, wenn einmal der Raum weg ist, für Freiräume, für kulturelle Nutzung, wenn da ein teures Hotel steht, dann ist es erstmal für Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte gesetzt. Also man hat sozusagen ganz viel räumlich verdichtet an Konflikten, an Widersprüchen und dieser Raum ist nicht beliebig vermehrbar. Also es ist der Grund und Boden ist endlich und in der Stadt eben auch sehr begrenzt. Das heißt, da finden auch ganz viele Widersprüche und Konflikte in konzentrierter Form statt. Im Übrigen auch, wenn wir über Ökologie sprechen, natürlich auch in betonierter Form. Also die ganze Frage, was ist eigentlich, wie wird dieser Raum bebaut und was heißt das ökologisch, ist natürlich eine ganz zentrale Frage, aber da werden andere mehr dazu sagen. Und ein letzter, bisschen allgemeiner Punkt, diese Entwicklungen, diese Konflikte, die wir da erleben, die erleben wir nicht linear, die erleben wir nicht gleichmäßig über die Zeit verteilt, sondern das folgt einer Dynamik von Konjunkturen, Zyklen, von Boom und Krise, von gewissen Entwicklungsmodellen, gewissen Vorstellungen, wie Stadt auszusehen hat, was eine gute Stadt ausmacht, was ein gutes Leben ausmacht in der Stadt. Und das und auch, wie sozusagen Kapital in Städte fließt. Und das erleben wir jetzt auch die letzten 10 Jahre nochmal verschärft, würde ich sagen. Und das ist was uns allen im Alltag, glaube ich, schon gar nicht mehr auffällt, wenn wir durch diese Stadt laufen. Aber es war nicht immer so, dass an jeder Ecke ein Kran stand. Es war nicht immer so, dass jede Freifläche sofort zubetoniert wurde und es war auch nicht immer so, dass die Menschen nicht wussten, wie sie ihre Miete zahlen. Sondern was wir erleben, roundabout letzten 10, 15 Jahre, seit dem Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise in 2008, 2010, dass ganz, ganz viel anlagesuchendes Kapital in den deutschen Immobilienmarkt fließt. In die deutschen Städte, nicht nur in die deutschen, aber in eine Reihe von Ländern, die als sicherer Hafen ausgemacht wurden.
von Kapital, von AnlegerInnen. Das heißt, in einer Welt, in der sehr viel ökonomische Krise war, war klar, Deutschland, die Schweiz, Österreich, ne, könnten wir jetzt noch eine Reihe anderer Länder aufzählen, die sind sicher, da ist unser Geld gut angelegt und der Immobilienmarkt da ist relativ unterbewertet aus der Perspektive von ökonomischer Rationalität. Und deshalb erleben wir seit eben 2008, 2010 einen massiven Anlagedruck auf deutsche Immobilienmärkte, auf deutsche Städte. Das heißt also, ganz, ganz viel Kapital ist auf der Suche nach Neubau, nach Orten, wo man neu bauen kann, nach Orten, die man umwandeln kann und damit mehr Geld zu verdienen oder die man eben abreißen und neu bebauen kann. Der Begriff des Betongoldes ist sozusagen so geläufig vielleicht. Also in Beton zu investieren in einer Krise ist sozusagen, sichert das Kapital und damit lässt sich mittelfristig sehr viel Geld verdienen. Und diese profitorientierte Perspektive, die hat sich sozusagen, manifestiert sich im städtischen Raum in einer Stadt wie Frankfurt natürlich in verschiedener Form. Wenn wir jetzt hier um die Ecke gucken, sozusagen die Hochhäuser, die hier entstanden sind neu, die Hotels, das teure Gewerbe, die teuren Bürosräume, aber eben auch ganz viel teurer Wohnraum, der eben tauschwertorientiert entwickelt wird. Das heißt also, um damit Geld zu verdienen, nicht um menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, beziehungsweise halt nur die Bedürfnisse derer, die sich das leisten können. Ne? Also es geht nicht darum, bezahlbaren Wohnraum herzustellen, sondern erstmal einen, den man gut verkaufen kann. Und das, diese Kapitalwalze, die sich unsere Städte rollt, die hat natürlich krasse sozialräumliche Folgen. Also das erleben wir alle, am anschaulichsten sicherlich in der Frage der Miete. Also wir haben sozusagen in Deutschland lange Zeit relativ konstante, relativ im europäischen Vergleich auch bezahlbare Mieten gehabt. Das ist seit 2010, 2012 anders. Da steigen die Mieten massiv an. Und zwar sowohl im Bestand, also wenn wir einen laufenden Mietvertrag haben, merken wir das, aber natürlich auch, wenn wir versuchen, eine neue Wohnung zu finden, dann sind die Angebotsmieten auch massiv durch die Decke gegangen. Und das ist, ist erstmal was sozusagen uns im Alltag betrifft, weil wir entweder gar keinen Wohnraum mehr finden, weil wir ausziehen müssen aus unseren Wohnungen, weil es zu teuer wird, oder was auch sehr viele Menschen machen in der aktuellen Situation, weil es gar keinen anderen bezahlbaren Wohnraum gibt, bleiben die Leute in ihren Wohnungen, aber zahlen immer mehr Geld pro Monat von ihrem Einkommen für die Miete. Ja, und viele andere Möglichkeiten sind nicht mehr möglich. Das heißt also, da findet Verdrängung statt auf vielfältige Art und Weise. In der Wohnungsfrage ist das am sichtbarsten oder auch vielleicht öffentlich meist diskutiertesten, auch eben unter dem Schlagwort Gentrifizierung. Aber das betrifft natürlich auch sowas wie Gewerbe oder nicht kommerzielle Orte generell. Also es werden nicht nur Menschen verdrängt, sondern es werden auch Restaurants verdrängt, es werden Kneipen verdrängt, es werden kleine Eckläden verdrängt, wenn die Miete in diesen Häusern so steigt, dass es eben nicht mehr rentabel ist, dann einen Kiosk zu haben oder ein Restaurant, in dem die Pizza halt 6 Euro kostet und nicht 16. Ne? Und es betrifft natürlich auch alle, und dann ist so direkt der Brückenschlag, alle Initiativen und alle Orte, die nicht kommerziell sein wollen, die nicht in erster Linie Geld verdienen wollen, weil die natürlich das nicht mehr bezahlen können. Ja, ist klar. Beziehungsweise, weil sie in Nutzungskonflikt geraten mit anderen Akteuren, Investoren, die mit diesen Orten ganz was anderes vorhaben und die natürlich viel zahlungskräftiger sind. Ja, also das ist was eben diese sozialräumlichen Folgen, die jetzt nicht nur die Miete in der Wohnung betreffen. So dieser Immobilienboom, den wir da die letzten 10, 12 Jahre erleben, der ist auf eine gewisse Art jetzt an ein Ende gekommen. Zumindest auf der Investorenseite gibt es massive Probleme. Einige von euch haben das vielleicht mitgekriegt. Es gibt diverseste Medienberichte, auch Signa, Adler, die Gerch Group, die das alte Polizeipräsidium versucht hat zu entwickeln. Die sind mehr oder weniger pleite, insolvent, massive Krisenprozesse in der Immobilienbranche. Wo das hinführt, ist noch nicht ganz klar. Preise fallen, Baustellen werden nicht weitergebaut und so weiter. Das Problem für uns alle ist, dass es sich erstmal überhaupt nicht auf den Mietwohnungsmarkt auswirkt. Im Gegenteil. Also ich glaube, es ist für die Frage, was passiert mit dem städtischen Raum, mit großen Entwicklungsprojekten, ist es sehr relevant. Also auch zum Beispiel mit dem Campus, mit anderen großen Orten. Aber jetzt, was die Miete angeht, ist es erstmal, führt es nicht zu einem Fallen, sondern im Gegenteil, die steigt erstmal weiter. Ich habe jetzt ganz viel über Immobilienmarkt gesprochen, über die Perspektive von Investoren, über sozusagen das Kapital. Politische Ökonomie bedeutet aber, dass man eben die Ökonomie nicht losgelöst betrachtet oder sozusagen sagt, es ist sozusagen naturwüchsig, dass das da so vor sich hin entwickelt, sondern es ist eben politisch bestimmt.
Und das ist ganz zentral. Alles, was die letzten Jahre und Jahrzehnte passiert und was auch in der Zukunft passiert, ist das Ergebnis von politischen Entscheidungen. Ja, dass anlagesuchendes Kapital nach Deutschland in den Immobilienmarkt fließen kann, dass internationale Investoren, dass reiche Deutsche, reiche Österreicher, wer auch immer, hier sich Hochhäuser kaufen, bauen lassen können, Wohnungen kaufen, dass überhaupt so viel Kapital im Umlauf ist, dass es nicht weiß, wohin. Das ist Ergebnis von politischen Entscheidungen der letzten Jahrzehnte. Da könnte man jetzt lange über Neoliberalisierung sprechen, auf allen staatlichen Ebenen, von der europäischen Ebene bis runter in die Kommune. War das ganz lange auf jeden Fall gewollt, dass man dass man die Finanzmärkte liberalisiert, dass man privatisiert, dass man Renditeorientierung einführt, dass man öffentliche Liegenschaften nicht selber entwickelt, nicht der öffentlichen Hand überlässt, sondern dass man sie den privaten Investoren überlässt. All das sind politische Entscheidungen gewesen. Ich glaube, genau, in der Wohnungspolitik, in der Mietenpolitik kann man das deutlich sehen, nicht nur was passiert ist in der Vergangenheit, sondern auch was verhindert wurde. Also das Beispiel Mietendeckel haben viele von euch vielleicht mitgekriegt, also der Versuch, sowas wie einen bundesweiten oder erstmal auf Landesebene einen Mietenstopp einzuführen, wird dann juristisch verunmöglicht oder eben nicht umgesetzt auf Bundesebene, aber auch in der Lokalpolitik, also die Frage, wie gestaltet die Stadt die Mietenpolitik bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG oder was passiert auf öffentlichen Flächen? Ja, wie viel profitorientiert wird da gebaut, wie viel öffentlich wird gebaut? Wer darf das entwickeln? Wenn ihr jetzt ein Paradebeispiel in Frankfurt, wenn ihr dran denkt, das wunderschöne Europaviertel, das ihr ja alle kennt mit Sicherheit, das waren alles öffentliche Flächen. Das hat alles der Deutschen Bahn gehört ursprünglich und damit dem deutschen Staat. Es wäre ganz einfach möglich gewesen, dort ganz was anderes zu bauen, als das, was da jetzt gebaut wurde. Es war eine politische Entscheidung, dass dort Investoren machen können, was sie wollen und das Ergebnis sowohl in sozialer Hinsicht als auch in ökologischer Hinsicht verheerend und ästhetisch auch, kann man jeden Tag bewundern. Also das sind alles Ergebnisse von politischen Entscheidungen und damit komme ich zum letzten Punkt, damit auch umkämpft. Das heißt, keine dieser Entwicklungen ist gerade durchgegangen. Keine dieser Entwicklungen ist sozusagen unhinterfragt geblieben, sondern es hat sich auch hier auf verschiedenen Ebenen ganz massiv Widerstand und Protest gegen diese Form der neoliberalen Stadtentwicklung, dieser investorengetriebenen Stadtentwicklung formiert. In frühen 2010er Jahren würde ich sagen, ab dann ungefähr und ganz stark unter diesem Label Recht auf Stadt. Das war ja erstmal eine internationale Bewegung auch. Bezug nehmend auf den französischen Theoretiker Henri Lefebvre, der diesen Begriff Recht auf Stadt geprägt hat. Und da sind weltweit in den USA, in Südamerika, aber auch in Europa, in Deutschland dann irgendwann Recht auf Stadtgruppen entstanden in ganz vielen Städten. In Frankfurt Anfang der 2010er Jahre, wem gehört die Stadt? Netzwerk entstanden damals, ganz viele Aktivitäten, ganz neu. Man kann sozusagen hier besetzen, man kann hier die Städtepolitik herausfordern, man kann irgendwelche Netzwerktreffen machen und so, alles Dinge, die vorher auch schon stattgefunden haben, aber die ab dann ganz stark unter diesem Recht auf Stadt-Label liefen und die letzten Jahre dann auch stark als Mietenbewegung bundesweit. Viele von euch haben auch sicher zum Beispiel verfolgt, was in Berlin passiert ist mit Deutsche Wohnen Co. Enteignen, also eine ganz starke Bewegung, die mietenpolitische Frage ins Zentrum gerückt hat. Und gleichzeitig parallel eben, und da können auch andere nochmal was dazu sagen, so quasi die ganzen ökologischen Kämpfe in den letzten Jahren unter der Frage des Klimaschutzes, wo auch zunehmend Bezüge zum Städtischen hergestellt wurden und werden. Also die Frage des Verkehrs, die Frage der Gebäudenutzung und so weiter und so fort. Und das letzte Punkt, das würde ich sagen, ist dann auch vielleicht für die zweite Runde das Spannende, dieses Zusammenkommen von sozialen Kämpfen, sage ich mal, im weiteren Sinne und ökologischen Kämpfen. Das ist, glaube ich, auch das, was gerade das Spannendste ist an Widerstandsbewegungen, an Protestbewegungen gegen diese Form der Stadtentwicklung und da, wo ich das größte Potenzial sehe. Und insofern genau, passt es hier auch ganz gut rein und freue ich mich sehr, dass wir jetzt weitermachen. Genau, danke dir Felix für die sehr spannende Einführung zur politischen Ökonomie der Stadt. Genau, als zweites würde ich überleiten an Miriam von den Architects for Future. Genau, so vielleicht kannst du uns ein bisschen teilhaben lassen, was eigentlich Wohnen, Bauen und diese ganze, was Felix jetzt in einer sehr politökonomischen Form eingeführt hat, eigentlich mit der ökologischen Frage zu tun hat
und was das dann auch darüber hinaus sozusagen hier nochmal mit so Gebäuden auf dem Campus und so weiter zu tun hat. Ja, gerne. Also erstmal vielen Dank, das war sehr interessant. Und ich versuche mal einen Übergang zu schaffen, in dem nicht nur sozusagen der Boden verbraucht wird von Einzelnen oder beziehungsweise daraus Profit gemacht wird für Einzelne, sondern es ist natürlich auch der Fall für den Verbrauch von Rohstoffen und der Verbrauch, nenne ich jetzt einfach mal, der Atmosphäre, so, ne? Weil da eben auch sehr viele Treibhausgase entstehen. Also wir führen das ja immer so mit diesen Schlagzahlen auf, 40% der Treibhausgasemissionen entstehen im Bausektor, 50% des Müllaufkommens und auch 50% des Rohstoffabbaus in Europa geht auf den Bausektor zurück. Also ja, eine ganze Menge an Stoffströmen, die da entstehen. So. Und das kostet oft, kein Geld kann man nicht sagen, aber es ist halt oft, der Abbau kostet so ein bisschen Geld, ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Sand denke oder sowas, dann kostet der Sand an sich kein Geld, ne? Ich brauche ein Schiff, mit dem ich das absaugen kann und dann sauge ich das ab und ich muss eigentlich niemandem jetzt den Sand so richtig bezahlen oder auch den Kies oder so, ne? Ich muss dann da halt den Wald abholzen oder was auch immer gerade auf diesem Rohstoff steht, den ich brauche. Und zerstöre damit eben eigentlich immer ein Ökosystem oder Biodiversität. Ne? Also Rohstoffabbau ist fast eigentlich nicht möglich, ohne eben ökologische Schäden anzurichten. Ne? Und entsprechend, das ist eben das. Also sozusagen, ich kann daraus einen Profit generieren, aber ich muss das gar nicht so richtig bezahlen. Ne? Dann mache ich dann, weiß ich nicht, Zement oder sowas, ne? Und dabei entstehen Unmengen an Treibhausgasemissionen. Also 8% der globalen Treibhausgasemissionen gehen allein auf die Produktion von Zement zurück. Ne? Und in Europa sind das 7%. Also kommt ja oft, ja, die Chinesen und so, aber es sind gar nicht so sehr die Chinesen. Ne? Also 7% und 8% ist eigentlich jetzt auch nicht, also macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ne? Genau. Und und das muss ich auch nicht bezahlen. Ne? CO2-Steuer und so weiter, da war erstmal die Zementindustrie ausgeklammert. Also es ist alles so ein bisschen, ich kann viel Profit generieren, aber die Schäden, die ich anrichte, die muss ich halt nicht bezahlen. Ne? Und das ist im Bausektor eben aufgrund von diesen Stoffströmen, die da notwendig sind. Ja, wir sehen das ja, wenn wir durch die Stadt fahren. Was da, alles, was uns umgibt, sind ja Rohstoffe und ja, Materialien und so weiter, ne, die hergestellt werden mussten. Also diese Masse, die sind wir irgendwie gewohnt, ne? Und man kann auch sagen, wir könnten auch weniger Auto fahren, wir könnten auch Bahn fahren, so, aber so richtig weniger bauen, das steht oft nicht so richtig auf dem Schirm, weil wir brauchen ja natürlich Gebäude, ne? Das ist ja ganz klar. So, ja, die Frage ist aber, dann natürlich, wie gehen wir dann mit diesen Gebäuden um? Und das ist dann da, wo unsere Forderungen eben ansetzen. Ne? Also wenn ich jetzt ein Grundstück habe und der Wert ist eben sehr hoch und da steht jetzt schon was drauf, ne? Und damit kann ich aber nicht so richtig gut Geld verdienen, weil das ist klein und nicht so attraktiv und die Mieter, die haben auch nicht so viel Geld. Ich sage das mal so ein bisschen provokant. Ja? So, und dann lasse ich das Gebäude halt einfach verlottern, ne? Und weil das darf ich. Ich muss Gebäude nicht instand halten, ich lasse das verlottern und irgendwann ist es dann so runtergekommen, dass ich es irgendwie abreißen muss oder ne, dass ich sanieren muss und dann kann ich die Mieten anheben und so weiter und dann kann ich versuchen irgendwie also mehr Geld damit zu verdienen und diese Rohstoffe einfach verschwenden. So, ne? Der Abbruch kostet jetzt auch nicht so die Welt, also auch dieses ganze Müll entsorgen und so weiter. Also ich muss eigentlich diese ganzen ökologischen Auswirkungen, die ich da verursache, eigentlich nicht so richtig bezahlen, so, ne? Und darum ist immer auch das Günstigste, eben abreißen und neu zu bauen. Und dann gibt es dann auch verschiedene Regularien im Bausektor, die das einfach begünstigen. Ne? Also beispielsweise, dass wenn ich jetzt saniere, das ist ja immer ein großes Problem, dann muss mein sanierter Neubau, der muss dann dieselben Eigenschaften haben wie ein Neubau. Und das ist halt fast, also das ist fast nicht möglich. Ne? Ich kann mit einer Sanierung ein Gebäude nie auf so einen Stand bringen, wie ich das mit einem Neubau könnte, weil eben auch dieser Neubau, ja, also ich sage jetzt mal, der ist sehr gut, vielleicht ist er übertrieben gut, ja, wir sagen ja immer, er ist besser, als er müsste, so was Schallschutz angeht und so weiter. Ne? Also ich kann das eigentlich fast nicht hinkriegen. So. Und dann wird die Sanierung so teuer, dass es sich lohnt, abzureißen und neu zu bauen. Ne? Und ja, weil eben auch diese ganzen ökologischen Schäden da nicht berücksichtigt werden. So. Also das ist eigentlich, das sind so ein bisschen die ökologischen,
Hintergründe, die hängen natürlich, also es, ne, kann man jetzt immer so getrennt betrachten, aber eigentlich hängen die ja zusammen mit den Sozialen, sage ich mal. Das ist eigentlich ein Thema, ja. Vielen Dank, Miriam, für den spannenden Einblick. Genau, wir würden jetzt so ein bisschen ins Konkretere überleiten und haben dafür Tim auch hier, der vor allem was auf dem Campus hier in Bockenheim passiert, schon sehr, sehr lange verfolgt und selbst auch bei vielen Sachen beteiligt war. Genau, vielleicht kannst du uns so einen Einblick geben, was ist eigentlich so die letzten Jahre auf dem Campus Bockenheim passiert, vor welchen Herausforderungen stehen wir, was sind so für Probleme und was ist eigentlich überhaupt schon klar, was sozusagen mit den ganzen Gebäuden, mit dem offenen Haus, also dem jetzigen Studihaus noch irgendwie passieren soll. Genau. Genau, ja, danke. Du, das erste Stichwort hast du bereits genannt in deiner Anmoderation, sehr, sehr lange, und das ist so ein Thema, das geht wirklich schon sehr, sehr lange, dieser Prozess, weswegen ich jetzt auch in den 10 Minuten keinen Abriss der historischen Entwicklung dieses Campus oder des Kampfes um den Campus bringen kann, sondern ich würde mich so auf ein paar Stichpunkte beschränken. Ich habe am Anfang mal so 3 Thesen mitgebracht, die ich in den Raum stellen würde, die so vielleicht ein bisschen den Hintergrund illustrieren, was man zu diesem Prozess sagen kann, und danach gehe ich noch mal ein bisschen auf ein paar Einzelfälle oder Details oder konkrete Kämpfe ein. Genau, die erste These ist schon mal, es dauert alles sehr lange. Der ganze Umzug, das ganze Thema dieses Campus ist ja was ja da ein Vierteljahrhundert hinzieht. Also seit Ende der 90er Jahre zieht die Uni eigentlich um auf den anderen Campus im Westend, und dieser Umzug ist, wie ihr wisst, immer noch nicht abgeschlossen, und jetzt bin ich relativ sicher, dass es hier einige Leute gibt, die Ende der 90er Jahre noch nicht geboren waren, woran deutlich wird, dass einfach ein sehr langer Prozess ist, und dieser lange Prozess, der stellt uns vor gewisse Schwierigkeiten. Gerade wenn wir versuchen zu mobilisieren oder auch Alternativen zu entwickeln oder auch politische Kämpfe zu führen, weil 25 Jahre sind für eine Verwaltung kein Problem, die kann damit umgehen, die kann planen und die kann auch Projekte einfach ein paar Jahre liegen lassen und dann kommt ein neuer Sachbearbeiter und passt schon alles. Für jede Art von politischer Mobilisierung sind 25 Jahre natürlich erstmal eine Riesenherausforderung. Das liegt irgendwie auf der Hand. Es haben sich viele Menschen in diesen Prozess eingebracht und Ideen reingebracht, aber man verliert auch den Atem irgendwie, wenn man 1-2 Jahre an was arbeitet und irgendwie keinen konkreten Erfolg sieht. Insofern ist das ein Riesenproblem, vor dem wir alle stehen mit diesem Prozess. Genau, erstmal so viel dazu. Erste These ist ein Problem, zweite These ist auch ein Problem, in der dritten wird es dann ein bisschen optimistischer. Die zweite These knüpft an das an, was der Felix gesagt hat, auf die hohe Verwertungs- und Ökonomisierungsdruck, der auf unseren Städten liegt. Das ist auch beim Campus der Fall. Du hattest ein bisschen ein Beispiel des Europaviertels erwähnt. Es war ein öffentliches Gelände, was privatisiert wurde und Investoren überlassen wurde. Das war eine politische Entscheidung. Das ist beim Campus genauso. Es ist eine politische Entscheidung, dass der Druck, der auch auf diesem Campus liegt, so ist, wie er ist. Weil der Campus war natürlich früher Universität, und Universität heißt öffentliches Gelände. Der gehörte früher der Stadt, dann ging er mal ans Land. Aber es war immer öffentliches Gelände, was eigentlich jenseits des Marktes oder irgendeiner Art von Ökonomisierung bestand. Was dann passiert ist, ist an irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, oder es war eigentlich von Anfang an so angelegt, dass dieses Gelände ein bisschen hin und her geschoben wurde zwischen Stadt und Land, und dass am Ende die Stadt es vom Land zurückkaufen musste oder auch bewusst zurückgekauft hat, und zwar zu Marktpreisen. Das heißt, seitdem liegt hier praktisch auf allen Boden, auf allen Flächen dieses Campus ein gewisser ökonomischer Verwertungsdruck. Die ganzen steigenden Bodenpreise, die wir in den letzten 20, 25 Jahren erlebt haben, müssen natürlich hier irgendwo aufgefangen werden. Also man kann eben nicht, wie man hätte denken können, öffentliche Hand entwickelten Gelände, sie kann eigentlich machen, was politisch gewollt ist, was den BürgerInnen zugutekommt. Nein, sie hat sich selber letztlich so ein bisschen diese Möglichkeit verbaut und häschelt jetzt diesem selbstgebauten Druck auch ein Stück weit hinterher. Genau, das war die zweite These. Und die dritte These, da wird es ein bisschen optimistischer, was doch eine Riesenchance ist, dieses Geländes, ist zweierlei. Das eine, es ist ein öffentliches Gelände, was es unterscheidet vom Europaviertel oder von anderen Projekten. Also es gibt hier praktisch politische Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen. Und das ist ein Riesenunterschied, weil es gibt halt nicht der Investor, der alle Rechte hat und machen kann, was er will, sondern wir als Bürgerinnen dieser Stadt können letztlich auch mitbestimmen oder darauf mitgestalten, was hier passiert. Und damit zusammenhängt doch die große Stärke auch dieses Projektes. Und ich glaube,
Da ist es in Frankfurt einzigartig, aber vielleicht auch wenige Projekte in Deutschland, würde ich sagen, die über so einen langen Zeitraum auch eine politische Mobilisierung geschafft haben. Auch wenn es schwierig war, gibt es seit praktisch den Anfängen, seit den 2000er, 2009er Jahre, da komme ich gleich ein bisschen näher dazu, gibt es eine starke Mobilisierung im Stadtteil, aber auch darüber hinaus unter Studierenden, unter Menschen im Stadtteil, aber auch ganz viele Leute, die sich einfach seit mindestens 10, vielleicht 20 Jahren damit beschäftigen, die ein extremes oder ein sehr großes Wissen auch über Stadtplanung, über sehr komplexe Stadtplanungsprozesse bekommen haben, die sich sehr gut hier vor Ort auskennen teilweise und die auch eine gewisse politische Mobilisierung, politische Vernetzung untereinander, aber auch in die Stadtgesellschaft hinein geschaffen haben. Also das ist ein Potenzial, worauf man, glaube ich, heute aufbauen kann. Genau, es gibt einfach viele Bürgerinnen, die beschäftigen sich schon länger als so mancher Politiker oder anderer mit diesem Thema. Und ich glaube, darauf kann man aufbauen. Und mit diesem Wissen kann man, glaube ich, die nächsten Jahre und auch mit dieser politischen Kraft, die daraus erwächst, die nächsten Jahre auch irgendwie wieder sehr optimistisch angehen. Genau, ich sage jetzt noch ein paar Stichpunkte, wirklich nur ganz grobe Linien zum Verlauf dieser Kämpfe. Das Ganze fing, wie gesagt, Ende der 90er an. Die Uni zieht um auf den Campus Westend. Das heißt, sie hinterlässt praktisch perspektivisch hier ein ganzes Gelände, womit dann irgendwas anderes passieren kann. Was praktisch dann passiert ist, so, man macht einen Plan erstmal, der davon ausgeht, hier ist Tabula Rasa. Also eine Nutzung zieht weg, eine neue kommt hin. Man kann jetzt mal schön entwickeln, was man hier haben will. Deswegen gab es 2006 einen Rahmenplan von der Stadt, der vorgesehen hat, dass sämtliche Gebäude abgerissen werden, weil sie ja nicht mehr gebraucht werden. Und der vorsah, also bis auf das neobarocke Hauptgebäude, was praktisch auf dem Campus, wo jetzt das Senckenberg drin ist, sollte alles abgerissen werden. Und es sollte 70% Gewerbe hier hin. Das war damals eine Zeit, wo der Büromarkt geboomt hat und man dachte, das Gelände ist messenah, ist innenstadtnah, hier kann man wunderbar alles mit Büros voll klotzen. Das war so der erste Plan. Daraufhin haben sich dann nach einigen Jahren, Ende der 2000er Jahre, so um 2009 herum, im Stadtteil eine ganze Menge Bürgerinitiativen gegründet, die gesagt haben, boah, das geht mir gar nicht. Wenn das passiert, dann ist Bockenheim, was ja immer sehr geprägt war von diesem studentischen Leben, dann geht es mit Bockenheim den Bach runter. Dann haben wir praktisch hier ein zweites Europaviertel direkt vor der Tür, was wir eigentlich hier nicht haben wollen, weil ja, in unserem Stadtteil verliert dann vielleicht seine Identität oder wie auch immer man es sehen möchte. Und dieser Widerstand ist sehr stark geworden, schon um 2009 rum. Es gab viele Demos, es gab Proteste und es gab vor allem eben auch schon Alternativideen. Also man hat wirklich angefangen, nicht einfach zu sagen, ah, wir finden es doof, wir sind dagegen, sondern man hat sich sehr intensiv auch mit Alternativen beschäftigt. Das war dann auch die Zeit, 2011, Felix hat es schon angesprochen, 2010, 11 gab es diese Recht auf Stadtbewegung in ganz Deutschland, Hamburg angefangen, aber auch in anderen Städten und relativ schnell hat sich dann 2011 das Frankfurts Netzwerk Wem gehört die Stadt gegründet, was versucht hat, praktisch eine generell andere Stadtpolitik, eine nicht neoliberale Stadtpolitik umzusetzen. Und da war der Campus tatsächlich von Anfang an eins der zentralen Felder, wo dieser Konflikt auch ausgetragen wurde. Es gab 2011 den großen Aktionstag hier auf dem Campus, wo sehr viele Leute mobilisiert wurden. Es gab verschiedene Demos und es gab eben auch Art von, die Stadt hat die Pläne vorgestellt und es gab sehr viele Störaktionen, genau, wo von Anfang schon mal klar war, die kommen hier nicht einfach so durch mit dem, was sie vorhaben. Daraufhin haben sich dann die Planungswerkstätten ergeben, zu denen komme ich gleich, eine Sache will ich vorher noch loswerden. Es gab dann 2010 nochmal eine Umplanung, das ist ein Ding, das man auch im Hinterkopf behalten müsste. Man ist weggekommen von diesem starken Büroanteil und hingekommen zu einem viel stärkeren Wohnanteil. Das hat vor allem aber den Hintergrund, was man damals gesehen hat, ja, Büroimmobilien funktionieren nicht mehr so gut, Gewerbeimmobilien, was da angefangen hat zu boomen nach 2008, waren eben Wohnimmobilien, aus welchen Gründen auch immer. Hat man gesagt, okay, dann machen wir hier halt Wohnen stärker. Und gleichzeitig hat man ein Label erfunden, das Label des Kulturcampus, wo man gesagt hat, hier kommen auch Kultureinrichtungen hin, was prinzipiell auch erstmal, würde ich jetzt mal so sagen, auch zu begrüßen ist. Gleichzeitig hat man das aber auch mit einem Stück mit dem Hintergedanken getan, zu sagen, dass man mit diesem Label Kulturcampus einen Standortfaktor schafft im internationalen Städtewettbewerb, was damals sehr in Mode war, wo man praktisch die ganzen Immobilien dann noch teurer verkaufen kann, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen. Also unter diesem Label sollte einfach auch eine Verwertung vorangetrieben werden. Genau, dagegen hat sich eben 2011 diese Proteste nochmal stärker entfacht.
Es gab dann tatsächlich diese Planungswerkstätten, die sind zum Teil, muss man die als Stadt machen, um BürgerInnen zu beteiligen. Sie wurden aber gleichzeitig auch von den Bürgerinitiativen, die es damals schon gab, eben als Plattform genutzt, um ihre Anliegen und ihre Kritik und ihre alternativen Ideen sehr stark in der Stadtöffentlichkeit zu platzieren. Also insofern kann man sagen, dass seitdem viele der Ideen, die auch heute noch kursieren, eigentlich auch schon in der Stadtöffentlichkeit bekannt sind und seitdem auch so eine gewisse, zumindest kritische Öffentlichkeit vielleicht auch immer noch begleitend vorhanden ist, mit einer seitdem Kontinuität. Woran hat sich diese Kritik aufgemacht? Das eine ist die klare Verwertungslogik, die auf dem Campusgelände liegt. Das zweite sind sehr konkret eben die Frage, für wen wird das eigentlich gemacht? Die Wohnungspreise, die zu erwarten sind, und der Anteil von Sozialwohnungen, der von der Stadt vorgesehen war, der wurde mittlerweile ein bisschen erhöht, haben sehr klar gemacht, dass hier auf jeden Fall hochpreisiges Wohnen entsteht und sich eben nicht jeder hier das Wohnen leisten können wird. Daran gab es von Anfang an Kritik und gibt es immer noch Kritik. Ebenso die Frage, wie viele alternative Wohnprojekte sind hier eigentlich möglich. Da haben sich sehr viele Wohnprojekte gegründet, die aber seitdem immer noch darauf warten, hier irgendwie zum Zuge zu kommen. Und das hat sehr viel auch mit den Bodenpreisen zu tun, ein bisschen auch damit, dass die Uni einfach langsamer wegzieht, als sie geplant hat. Und der nächste Punkt, damit zusammenhängend, eben auch Wohnen, studentisches Wohnen. Also es gibt mehrere Wohnheime auf dem Gelände, direkt an der Bockenheimer Warte, Studentenwohnheim, und im Studierendenhaus gibt es Wohnheime. Auch die sollten wegfallen. Und die Frage ist, wo ist eigentlich noch studentisches Wohnen in der Stadt möglich, wenn nicht hier? Genau. Weitere Kritikpunkte, da wird es jetzt spezifisch, haben sich an einzelnen Bestandsgebäuden festgemacht. Und ist auch jetzt so ein bisschen der Punkt, wo dann einzelne Kämpfe sich an einzelnen Gebäuden festgemacht haben. Eins war das Philosophikum, was damals schon seit 10 Jahren leer stand, wo eine Wohngruppe ein solidarisches gemeinschaftliches Wohnprojekt entwickelt hatte und auch eigentlich einzugsfertig praktisch waren. Das war ein ganz starker Kampf, der auch mit einer Besetzung einherging und vielen Protestaktionen. Der Kampf wurde leider dann verloren, weil dann ein unter dem Label Studentenwohnheim, aber letztlich ein Apartmenthaus für hochpreisiges Wohnen reingekommen ist. Es gab das Institut für vergleichende Irrelevanz, was bereits eigentlich 2001 besetzt wurde von Studenten damals, von Studierenden, und für über 10 Jahre ein Ort der kritischen Gegenöffentlichkeit und der studentischen Subkultur war. Das wurde dann 2011 oder 12, genau, 2011 wurde es geräumt. Und das ist ein Gebäude, was vergleichbar ist mit diesem ehemalige anglistische Gebäude, Seminargebäude der Uni. Das wurde dann halt geräumt und an einen Investor verkauft, an eigentlich der übelsten Sorte, und der hat seitdem mehrmals weiterverkauft und steht immer noch leer und verfällt langsam vor sich hin, obwohl es denkmalgeschützt ist. Also auch da ist ein Kampf erstmal ein Stück weit verloren gegangen, ist vielleicht noch ein offener Ausgang. Weitere Gebäude waren damals schon die Dohndorf-Druckerei. Seit damals gibt es Menschen, die sich für den Erhalt der Dohndorf-Druckerei einsetzen. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Eine Bürgerinitiative sind auch Leute hier. Hallo Cordula. Genau, was einfach auch zeigt, ist ein sehr langer Kampf, der heute ja nochmal eine ganz andere Aktualität bekommt. Aber dazu gibt es ja später noch mehr. Das nächste Gebäude, was eben auch abgerissen werden sollte, worum es einen Konflikt seitdem gibt, ist das Studierendenhaus. Und da ist praktisch unsere Initiative ins Spiel gekommen. Studierendenhaus sollte abgerissen werden, weil man ja sagte, naja, die Uni zieht weg, braucht man nicht mehr. Da hat sich eben unser Verein Offenes Haus der Kulturen gegründet und gesagt, nee, das ist ein Haus, was total wichtig ist, auch für die Stadt, auch über ein studentisches Leben hinaus, als ein Ort der Demokratie. Also das ist ein Haus, was eine studentische Öffentlichkeit und Demokratisierung über Jahrzehnte, seit 70 Jahren möglich gemacht hat, was ein kritisches Denken an der Universität extrem unterstützt hat, was eine studentische Selbstorganisation unterstützt hat, was aber auch von vielen Gruppen, zivilgesellschaftlichen Gruppen aus der Stadt genutzt wurde und wird. Das muss man erhalten, und deswegen gibt es dafür auch ein Nachfolgekonzept, praktisch wie das erhalten werden kann und die Zukunft als selbstorganisiertes Kulturzentrum, Soziokulturzentrum erhalten werden kann. Genau, das ist das nächste Gebäude. Jetzt habe ich die meisten schon abgeklappert. Später gab es dann eben noch das Juridikum, also eine generelle Diskussion um Bestandsgebäude, wobei ich betonen will, dass es damals 2011 erstmal unter dem Label identitätsstiftende Gebäude irgendwie lief. Also es wurde damals noch gar nicht unter dem ökologischen Gesichtspunkt primär verhandelt. Das kam zwar auch dann
nebenbei mal rein, ab 2012, glaube ich. Aber es war eigentlich primär nochmal ein anderes Label. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass das jetzt so ein ökologischer Kampf darauf aufbaut und diesen Bestand nochmal aus einer anderen Perspektive bewertet. Genau, jetzt ist mein Zettel runtergefallen. Die Ader, genau, da, ich komme jetzt so ein bisschen dazu, das war jetzt so ein bisschen der Durchgang durch die ersten 10 Jahre Proteste, 2009 bis 2019. Dann kam Corona, dann kam auch der Auszug der Uni aus der Akademie der Arbeit, beziehungsweise nicht der Uni, sondern das ist ein universitätsnahes Institut, also da stand ein Gebäude leer. Und für dieses Gebäude gab es schon sehr früh eben auch Wohngruppen, die sich interessiert haben, da einzuziehen. Gleichzeitig war klar, das Gebäude steht erstmal leer. Und dann war es tatsächlich die Möglichkeit, als Corona ausbrach, gab es aus dem Stadtteil, aus den bestehenden Strukturen, aus den bestehenden Bürgerinitiativen heraus, das finde ich total wichtig zu sagen, und auch aus anderen Playern aus dem Stadtteil heraus die Idee, okay, dann nutzen wir diesen Ort. Und da ist ein großartiges Projekt entstanden, was ja jetzt, ich hätte es damals selbst nicht geglaubt, aber seit über 3 Jahren erfolgreich besteht, wo man gesagt hat, okay, wir machen hier eine Stadtteilkantine rein, wir machen eine solidarische Kantine rein in einen Ort, der sonst leer stehen würde. Das ist für mich ein herausragendes Beispiel, wie man mit auch so Leerstand von Räumen oder mit Ressourcen umgehen kann, indem man einfach den vielen Ideen und dem Engagement, das es im Stadtteil gibt und der Vernetzung, die in Bockenheim noch besonders gut ist, einfach einen Raum gibt. Und sobald sie einen Raum gibt, macht es Bäm und es tun sich wahnsinnig Dinge an, mit denen niemand gerechnet hätte. Also seitdem gibt es da, ihr kennt es wahrscheinlich die meisten, viermal die Woche, jetzt sind es noch dreimal die Woche, solidarischen Mittagstisch. Die Ader hat ja auch für heute für uns hier wieder das Essen bereitgestellt. Es sind hunderte von Ehrenamtlichen oder Aktivisten, wie man es nennen will, die dort eigentlich regelmäßig was auf die Beine stellen, was unglaublich toll ist und vielen Menschen eigentlich die Möglichkeit gibt, auf diesem Campus teilzuhaben, die sie sonst eben nicht hätten. Genau, das ist eines der Erfolgsprojekte, wo ich jetzt, um gleich auch zum Schluss zu kommen, sagen würde, das gibt eigentlich den Weg vor, wie man hier in den nächsten Jahren auch weitermachen könnte, weil wir sind jetzt an einem Punkt, wo diese Kämpfe sich alle so ein bisschen zuspitzen und wo sie tatsächlich auch, wo die vielleicht die entscheidenden Jahre kommen. Also es betrifft einmal die Planung, was wird auf diesem Campus in Zukunft passieren, also was wird tatsächlich irgendwie unter dem Label Kulturcampus in Zukunft hier passieren. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel Einflussnahme, die man nehmen kann. Das andere ist aber irgendwie die Bewusstheit dafür, und da komme ich zurück zum Anfang, dass diese Prozesse unglaublich lang dauern. Auch jetzt wird, bis hier irgendwann dieser Kulturcampus irgendwann fertig steht, werden mindestens noch 10 Jahre, vielleicht auch noch mehr vergehen. Und jetzt stehen wir eben vor der Frage, wie geht man eigentlich auch in dieser Zwischenzeit mit den Ressourcen um? Aus langjähriger Erfahrung würde ich sagen, das Naheliegende, wenn man in die Stadt Frankfurt guckt oder aus der Erfahrung heraus wäre, hier ist nochmal 5, 6, 7 Jahre Leerstand in diesen ganzen Gebäuden, aus denen die Uni jetzt ja größtenteils rausgezogen ist kürzlich. Die andere Alternative wäre aber das, was praktisch mit der Ader-Kantine vorgemacht wurde und wofür es ja einfach sehr viele Ideen im Stadtteil gibt, zu sagen, ja, wir gehen mit diesen Ressourcen jetzt auch anders um. Also wir gehen jetzt rein, gehen jetzt sofort in eine Zwischennutzung dieser Gebäude und gehen vielleicht auch da rein zu sagen, wir verstehen eine Zwischennutzung auch nicht als was Temporäres, sondern etwas, wo man aus dem Bestand heraus Dinge entwickeln kann. Kein Mensch hätte vor 5 oder 10 Jahren die Ader-Kantine planen können, aber dadurch, dass es praktisch Menschen die Möglichkeit gegeben wurde, dort einen Raum zu entfalten, ist was entstanden, was man sich jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen kann, dass es von diesem Campus wieder verschwindet. Und ich glaube, so gäbe es noch viele Möglichkeiten, mit diesen vorhandenen Ideen jetzt in diese Gebäude reinzugehen. Und das ist das Juridikum, was seit Anfang dieses Jahres leer steht. Das ist aktuell auch die Kunstbibliothek, die leer steht. Und es ist ist die Donndorf-Druckerei, die leer steht. Das sind jetzt so vielleicht im Moment die aktuellen Punkte, wo man sagen könnte, ja, lasst uns da reingehen und lasst uns da mal versuchen, wie man auch eine andere Art von Stadt entwickelt. Aber da höre ich jetzt erstmal an der Stelle auf. Kommen wir vielleicht in der nächsten Runde noch dazu. Danke, Tim, für den kurzen und knackigen Abriss der Geschichte des Campus Bockenheim und was vor allem die letzten 10 Jahre hier so passiert ist und vor welchen Herausforderungen wir noch stehen. Genau, du hast es ja auch schon angesprochen und wir haben Jule hier, die für die Druckerei spricht. Genau, es haben sich ja Anfang des Sommers diesen Jahres Leute entschieden, nicht mehr auf irgendwie Versprechen zu warten, nicht mehr sich
Leerstände zu akzeptieren und sich einfach einen Raum anzueignen, ihn selbst zu verwalten, genau, und vielleicht auch vor einem Abriss zu schützen. Wir haben auch im Sommer dann noch die Bilder der gewalttätigen Räumung gesehen. Genau, vielleicht kannst du uns so ein bisschen einen Überblick geben, was ist eigentlich diese Donndorf-Druckerei, was ist so dieses Jahr passiert und davor, wie ist der aktuelle Stand und warum kämpft ihr eigentlich dafür, dass dieses Gebäude erhalten bleibt und was wäre so eure Perspektive auch für dieses Gebäude? Ja, genau. Die Donndorf-Druckerei ist genau schon ein sehr altes Gebäude. Es ist eben die ehemalige Druckerei der jüdischen Familie Donndorf. Und die Familie Donndorf hat da genau in den Räumlichkeiten der Donndorf-Druckerei Spielkarten gedruckt mit einer neuen Technik, die sie auch dort entwickelt haben und die sich dann genau auch sehr schnell verbreitet hat. Also es war quasi ein innovatives Gebäude für eben neue Drucktechniken von Spielkarten von einer jüdischen Familie. Und dann war so ein bisschen genau die Besonderheit, dass sie quasi nicht direkt enteignet wurden, aber sie mussten natürlich, waren dann trotzdem zum Verkauf gezwungen, weil sie genau, eben ins Exil mussten. Genau, dann wurde die Druckerei verkauft und dann kam sie irgendwann eben in die Hand der Uni und das ist sie auch immer noch. Und jetzt war da sehr lange ein Archiv quasi in der Druckerei drinne, aber nicht in dem ganzen Gebäude, sondern quasi nur in einem Stockwerk von dem großen Gebäude. Genau. Und dann wurde entschieden, dass das, genau, dass das Archiv eben auszieht, genau, eben so diesem Zuge von dem Umzug der Uni und alles wird verlagert in genau zum Westend. Das hat natürlich ewig lange gedauert und hat auch dieses Jahr viel länger gedauert, als sie eigentlich geplant hatten, weil das Archiv ist nämlich immer noch drin, es ist immer noch nicht leer. Sie haben jetzt ungefähr 7 Monate gebraucht, ungefähr vor 6 Monaten haben sie angefangen und haben es immer noch nicht geschafft, ein Stockwerk von Archiv leer zu räumen. Genau, und dann war eigentlich auch die Ansage oder der Plan, dass zum 1. Oktober die Uni quasi die Donndorf-Druckerei abgibt quasi und dann in MPI-Hand gerät, also zum Max-Planck-Institut. Auch das ist noch nicht passiert, weil das Archiv immer noch drin ist. Also es ist genau jetzt 2 Monate her, dass es eigentlich schon in MPI-Hand gelangen sollte, ist es immer noch nicht und es ist immer noch in Uni-Hand. Und genau, wie Tim eben schon gesagt hat, dieses Haus, dieses Gebäude reiht sich so ein in die Historie davon, was die Uni alles nicht hinkriegt und wofür die Uni alles Jahre braucht und was einfach nicht passiert. Die Uni kündigt Dinge an, es stehen irgendwie Pläne und es passiert einfach nichts und es liegt einfach brach und keiner weiß, was passiert und dann verfällt es, geht kaputt und genau, da reiht sich einfach auch sehr wunderbar exemplarisch die Donndorf-Druckerei ein. Und dann wurde sich im Sommer quasi dazu entschieden, genau, die Druckerei einfach zu besetzen und zu öffnen und zu nutzen. Und da haben genau, sich verschiedene AktivistInnen zusammengefunden und irgendwie Pläne ausgearbeitet und ein Konzept entwickelt, aber nicht alleine, sondern eben auch mit schon bestehenden Initiativen, zum Beispiel die Initiative Donndorf-Druckerei, aber auch mit anderen Bockenheimer Strukturen quasi. Also wir waren nicht alleine da, sondern es war ein Zusammenschluss aus ganz vielen Initiativen, die da zusammen reingegangen sind und da irgendwie Pläne umgesetzt haben und eben den Raum geöffnet haben. Weil es ist nämlich nicht nur so, dass in Frankfurt Wohnraum fehlt, der fehlt massiv, sondern wir brauchen auch, was auch Felix gesagt hat, wir brauchen öffentliche Räume, wir brauchen Räume, wo Menschen Dinge tun können, niedrigschwellige Kulturangebote, niedrigschwellige Angebote, wo sich Menschen aufhalten können, wo sie eigene Projekte umsetzen können, wo sie ja einfach ihre Tage verbringen können. So, wir brauchen auch Räume, wo man einfach sein kann. Wir brauchen auch Lebensräume und nicht nur Schlafplätze quasi, sondern wir brauchen auch Orte zum Sein. Und das wollten wir eben in der Druckerei realisieren. Wir haben dann ein sehr ausführliches Nutzungskonzept auch für die Druckerei entwickelt und entworfen und genau, quasi uns Gedanken gemacht, okay, was kann man mit diesen 4 Stockwerken, riesiges Gebäude, was kann man da alles machen? Und natürlich sprudeln 1000 Ideen und nicht alles lässt sich realisieren, aber wir haben ein sehr ausführliches Konzept
uns ausgedacht. Und darin beinhaltet war quasi genau nicht nur Räume für politische irgendwie Sachen, dass sich politische Gruppen dort treffen können oder Sachen planen können, sondern auch Raum für Freizeit, für Kultur, für Bands, dass es Probenräume gibt, dass es irgendwie Ateliers gibt, wo Menschen künstlerisch kreativ sein können, dass es Räume gibt, wo genau Sprachkurse stattfinden, dass Kindern bei Schulsachen geholfen wird, also ein sehr umfangreiches Angebot. Und genau, uns ist auch klar, dass nicht alles davon umgesetzt werden kann und vieles braucht dann viel Infrastruktur und Menschen, die das auch machen. Und trotzdem war es aber quasi so ein Step zu sagen, okay, und dieses Gebäude hat so viel Potenzial und das könnte man daraus machen. So in der Art könnte es aussehen, statt dass es einfach leer steht, mitten in Bockenheim. Wir haben einfach zu wenig öffentliche Räume, wo man einfach mal reingehen kann, wo günstig Menschen Zugang zu Kultur kriegen können. Das macht die ADA, ist ja auch so im Selbstverständnis der ADA mit drin, dass sie eben niedrigschwellig auch Kulturangebote möglich machen, indem sie eigene Sachen machen. Und auch das war quasi Teil genau, unserer Druckerei. Und dann genau, haben wir quasi diese Utopie, diese Druckerei, diesen Druckereitraum ungefähr für 2 Wochen gelebt und hatten ganz viele Initiativen drin und Gruppen und hatten Ateliers drin und Probenräume und Leute haben einfach, also konnten einfach kommen und sagen, yo, darauf habe ich Bock, das möchte ich gerne machen, ich möchte hier gerne ein Konzert mit meiner Musikgruppe machen und es gab einfach den Raum und man konnte einfach sagen, yo, mach einfach, nimm dir den Raum und mach irgendwie das, wofür du sonst keinen Platz hast. Und das war mega empowernd zu sehen und das war total schön zu sehen, dass es so positiv angenommen wird und dass man richtig gemerkt hat, okay, es fehlt einfach an solchen Räumen, es fehlt an solchen Plätzen, wo Menschen einfach sich austoben können. Genau, und dann waren wir natürlich von Anfang an in Gesprächen mit der Uni und irgendwie in Verhandlungen und haben uns irgendwie dauernd getroffen und geguckt, okay, wie kann das irgendwie realisiert werden, wie kann das funktionieren mit dem Archiv. Das Archiv war die ganze Zeit weiter drin, das wurde auch nicht betreten und auch ArchivmitarbeiterInnen sind rein und raus und zur Arbeit und keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Genau, und so dieses Nebeneinanderleben oder Zusammensein in diesem Gebäude hat auch total gut funktioniert. Und dann wurden wir mittendrin in den Verhandlungen quasi, obwohl quasi noch ein Verhandlungstermin auch angesetzt war, geräumt, quasi aus dem Nichts. Genau, und das auch nicht, also genau, gar nicht dialogbereit oder gar nicht, also eine Räumung kann nie friedlich sein, aber die war es wirklich nicht im Ansatz, sondern sie war einfach mega brutal, genau, hat sehr viel Repression mit sich gezogen und so die ganze Durchführung war sehr, also es war einfach schrecklich und auch einfach nicht dem Prozess quasi angemessen, weil es einfach nicht absehbar war und nichts wurde zerstört, sondern also so, das war einfach genau super random. Genau, und seitdem ist es ein bisschen stiller quasi um das Gebäude geworden, aber nicht unbedingt um die Gruppe, die das damals gemacht hat. Wir sind weiterhin genau, in Gesprächen mit Menschen von der Uni, mit Menschen vom Max-Planck-Institut, auch im Gespräch mit den Grünen, um quasi genau weiter die Donnerhoff-Druckerei da am Ball zu bleiben und weiter dafür zu kämpfen und zu sagen, okay, wir lassen nicht locker, wir brauchen diesen Raum in Bockenheim, wir wollen dieses Haus nutzen. Genau, und das ist einfach nicht so richtig absehbar, was da passiert, auch weil wir gemerkt haben, die Uni erzählt Dinge, dann braucht sie 15 Jahre länger, als sie dafür erzählt, die Uni hat irgendwelche Pläne, keiner weiß so genau, dann ist niemand dafür verantwortlich und dann kann doch leider niemand mehr eine Frage beantworten, weil davon hat irgendwer noch nie was gehört, also es ist auch immer sehr schwierig und auch dadurch, dass diese ganzen Prozesse mit dem Max-Planck-Institut einfach auch nicht funktionieren, also dass es immer noch in Uni-Hand ist, verschiebt sich einfach vieles dauernd. Genau, und wir kämpfen nicht nur für die Donnerhoff-Druckerei quasi als offenen Space, als Kulturraum, als zugänglichen Raum, sondern wir kämpfen vor allem auch gegen den Abriss dieses Gebäudes, nicht nur, weil es ein historisch wichtiges Gebäude ist und es einfach auch traumschön ist. Also wenn ihr schon mal an der Druckerei vorbeigelaufen seid, ist einfach ein mega, mega schönes Gebäude und voll der schöne Kontrast zu irgendwie super vielen Neubauwohnungen, ist einfach
Also es lohnt sich einfach, das quasi im Stadtbild zu behalten. Sondern natürlich auch, weil, genau, wegen, also das, was Miriam schon gesagt hat, der Abriss dieses Gebäudes würde sich geldtechnisch viel mehr lohnen, als es zu sanieren oder zu renovieren oder Teile zu sanieren, Teile zu renovieren. Einfach weil es günstiger ist, dann kann man da teure Sachen draufklatschen. Das MPI macht was auch immer damit. Haben wir schon die wildesten, verrücktesten, auch unterschiedlichsten Dinge einfach schon gehört, die damit passieren sollen. Und auch dagegen kämpfen wir, dass wir sagen, okay, wir müssen aus ökologischer Sicht und auch aus historischer Sicht Gebäude erhalten, Gebäude sanieren, Rohstoffe da lassen, wo sie jetzt schon verbaut sind, um nicht noch mehr unnötig Treibhausgase freizusetzen. Genau, und das ist auch ein sehr wesentlicher Bestandteil irgendwie von unserem Kampf, zu sagen, okay, wir kämpfen nicht nur für quasi die Neuschaffung so eines Zentrums, sondern auch für den Erhalt des Gebäudes aus ökologischer Sicht. Genau, danke für den Einblick in die aktuelle Situation und was dieses Jahr passiert ist in der Donndorf-Druckerei. Ich würde jetzt ein bisschen zum zweiten Teil überleiten und würde wieder bei Felix anfangen, der uns ja schon einen guten Einblick gegeben hat, wie so Stadt, Wohnraum und Kapital sehr eng miteinander verknüpft sind und warum das es da eine Spirale und Dynamik gibt, die Aufwertung und Gentrifizierungsprozesse befeuern. Jetzt, du bist ja auch Aktivist und die zweite Frage wäre, wie können wir eigentlich diesen Kreislauf durchbrechen? Was für Bündnisse brauchen wir? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Und wie können wir eigentlich zu einer Utopie der Recht auf Stadt oder Stadt für alle eigentlich kommen? Und was würde das jetzt konkret auch für Frankfurt und konkreter noch gesagt für den Campus hier in Bockenheim so ein bisschen bedeuten? Ja, also ich weiß nicht, ob ich auf all diese Fragen eine Antwort habe, aber ich glaube, es ist ja jetzt sehr deutlich geworden, dass es keinen Mangel gibt an Diagnosen darüber, was alles nicht gut läuft. Also es ist eigentlich vollkommen klar, an welchem Punkt man ansetzen muss in dieser Gesellschaft. Und da rede ich jetzt nicht vom Kommunismus, sondern erstmal von der Aufrechterhaltung einer lebenswerten Stadt im weitesten Sinne. Also das kann man an der Frage des Sozialen machen, der Bezahlbarkeit, wer kann überhaupt noch in dieser Stadt wohnen. Das kann man an der Frage der Ökologie, der Klimagerechtigkeit machen. Das kann man auch an der Frage der sozialen Reproduktion machen. Also das sind ja ganz viele Punkte, wo offenkundig ist, dass die Art, wie die Stadt jetzt gerade, also es trifft für Frankfurt zu, aber für alle anderen großen Städte auch, die Art und Weise, wie diese Stadt gerade funktioniert, eben überhaupt nicht gegeben ist. Auch an der Frage der Demokratie, des sozusagen überhaupt der Möglichkeit, selber irgendwas zu gestalten. Diese Diagnosen haben wir alle. Und die sind auch nicht neu und die sind mittlerweile auch, Tim hat es ja angesprochen, Architects for Future, auch sozusagen jede Besetzungsbewegung, jede Recht auf Stadtgruppe hat mittlerweile ein Maß an stadtpolitischer Expertise auch ausgebildet. Das ist wirklich Wahnsinn. Also sozusagen, es liegt ganz viel auf dem Tisch an Krisendiagnosen, aber auch an Lösungsvorschlägen, durchaus auch sehr konkret. Die Frage ist, wie kriegt man das durchgesetzt? So. Und da befinden wir uns halt in einer schwierigen Situation, weil wir, würde ich sagen, mindestens eine Doppelkrise haben. Also überall Krisen, das ist schwierig. Aber jetzt aus bewegungspolitischer Sicht eine Krise der Bewegungen und eine Krise des Reformismus. Das bedeutet, wir haben die letzten 5 Jahre, 10 Jahre bis Corona roundabout ja eine massive Dynamik gehabt auf der Straße. Es gab ganz, ganz viele Bewegungen in verschiedenen Themenfeldern. Vom Thema Antirassismus, sozusagen Sommer der Migration, Seebrücke und so weiter, Black Lives Matter, die ganze Frage der Klimagerechtigkeitsbewegung, Fridays for Future, hoch und runter, aber auch Recht auf Stadt, Mietenbewegung, Deutsche Wohnen, Co-Enteignen und so weiter und so fort. Es ist ganz, ganz viel passiert auf der Straße und es gab sehr viel Druck. Und diese Dynamik ist an ein Ende gekommen auf eine Art und Weise. Zumindest bundesweit, wenn man das jetzt guckt, Großdemos eher Fehlanzeige, große Bewegungsdynamiken eher Fehlanzeige. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Mobilisierungen nicht so besonders viel geführt haben. Weil, und das ist sozusagen dieses zweite Moment, Krise des Reformismus, es aktuell kaum möglich ist oder kaum möglich scheint, dass
und da rede ich jetzt erstmal über relativ niedrige Forderungen, also was ist ich, was jetzt die Fridays gefordert haben oder was die letzte Generation gerade gefordert hat in der Klimafrage, ist ja jetzt also weit weg von Weltrevolution. Das ist ja erstmal, dieser Staat, diese Regierung soll sich an die selbstgesetzten Klimaziele halten und an das halten, was im fucking Koalitionsvertrag steht. So, und selbst das gelingt nicht. Es gibt keine Partei momentan, also oder zumindest die Parteien, die an der Macht sind, sind überhaupt nicht zugänglich für Bewegungsdynamik, sind überhaupt nicht zugänglich für Forderungen, und zwar auch für Forderungen, die relativ nah an der Realpolitik dran sind. Man kann das auch konkret an jetzt beispielsweise der Ampelregierung im Bund machen. Es ist vollkommen klar, was passieren müsste, um zumindest ein Mindestmaß an klimapolitischen Erfolgen oder überhaupt nur sozusagen Einhaltung von selbstgesteckten Zielen zu erreichen. Wir sind davon meilenweit entfernt. Dasselbe an der Mietenfrage. Es ist vollkommen klar, was es bräuchte. Das ist auch ausbuchstabiert. Die Gesetzeskontexte, also es liegt alles vor. Es ist überhaupt nicht absehbar, dass diese Bundesregierung irgendwas davon umsetzt. Die haben sich in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, minimale Verschärfungen in der mietenrechtlichen Frage. Alles liegt beim Justizministerium, FDP, und beim Finanzministerium, FDP. Es ist vollkommen klar, da wird nichts passieren. Ne? Und das erleben wir genauso, zum Beispiel auf Landesebene, also weil die Grünen schon angesprochen wurden. Man hat sozusagen eine grüne Wissenschaftsministerin und die Hoffnung, dass das irgendwie Resonanz erzeugt, wenn man jetzt so ein Gebäude besetzt, das der Uni gehört, das dem Land gehört, dass da irgendwie so eine Art von Aushandlung möglich ist, auch machtpolitisch ja, aber irgendwie nichts davon funktioniert. Ne? Wir haben jetzt eine neue Landesregierung, dann schwarz-rot, wer sich dieses Eckpunktepapier schon mal durchgelesen hat, das ist, oder dasselbe in Berlin, ne? Wir haben Mietenbewegungen in Berlin, Riesendynamik, Deutsche Wohnen können enteignen und dann kommt eine Regierung an die Macht, wo die SPD jetzt in Berlin sogar die Bürgermeisterin stellt, die Oberbürgermeisterin, also, und nichts von dem umsetzt, was da ausgearbeitet wurde, sondern denen direkt den Mittelfinger zeigt. Ja, also, und das ist natürlich, und wir haben eine Linkspartei, die, sage ich jetzt mal vorsichtig, ums Überleben kämpft, und da ist diese Option oder dieser Gedanke, den man jetzt aus einer linksradikalen Perspektive natürlich immer auch kritisch sehen kann, dass man irgendwas umgesetzt bekommt, wenn es eine linksreformistische Regierung gibt oder wenn es eine starke Sozialdemokratie gibt, wenn die Grünen, die ja irgendwie zugänglich sind für klimapolitische Forderungen, wenn die Linke in Verbund mit den zwei anderen Parteien regiert oder irgend sowas davon. Diese Option existiert momentan nicht mehr. Die ist weg. So. Mindestens mal würde ich sagen für den Bund und auch würde ich sagen für alle Landespolitik abseits der Stadtstaaten. So. Und das ist natürlich ein Problem. Also wir haben keine Bewegung auf der Straße und wir haben keine Bewegung in den Parlamenten. Das ist aus bewegungspolitischer oder linkspolitischer Sicht ein Problem. Ich finde, es gibt trotzdem ein paar Punkte der Hoffnung und die liegen, glaube ich, auch an den Punkten, die wir jetzt gesprochen haben. Ich will da zwei Punkte nennen. Das eine ist thematisch. Also ich habe es vorhin angedeutet, was wir jetzt erleben, und das ist, würde ich sagen, erstmal eine Art von Suchbewegung, ist, dass es tatsächlich an dieser Frage zwischen Stadt, Miete, Wohnen, Stadtentwicklung, soziale Fragen und Klima ein Aufeinanderzubewegen gibt. Und dass da ganz viele Sachen jetzt zusammenkommen, die so vor 5 oder vor 10 Jahren völlig getrennt diskutiert wurden und teilweise auch im Widerspruch gegeneinander diskutiert wurden. Also die Frage, wir brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum, ist ja klar, wir müssen mehr bauen auf der grünen Wiese, wir brauchen jetzt sofort Sozialwohnungen, bam. Versus, nee, wir dürfen auf keinen Fall den Acker bebauen und das mit der sozialen Frage ist nicht so wichtig, wir müssen das Klima schützen. Was als Widerspruch sehr, sehr lange verhandelt wurde und auch in den Bewegungen lange als Widerspruch gedacht wurde, wird jetzt aktiv versucht zu überwinden, diesen Widerspruch und zu bearbeiten und zu gucken, okay, wie kommen wir da zusammen? Ist es vielleicht gar kein Widerspruch? Ist es vielleicht ein Widerspruch, den uns die Gegenseite einreden will? Ja? Oder ist es nicht auch möglich, bezahlbaren Wohnraum herzustellen, neu zu schaffen, vielleicht nicht neu zu bauen, aber zu schaffen, ohne da irgendwie klimapolitisch komplettes sozusagen komplette Fehler zu machen. Und was braucht es dafür? Also das sind Fragen, wo ich das Gefühl habe, da tut sich was. Und dieses Gegeneinander ausspielen lassen ist nicht mehr so einfach möglich. Das ist aber, wie gesagt, würde ich sagen, ein Anfang, der da gemacht wird. Beispielsweise an der Frage von jetzt bundesweit gibt es da auch Initiativen, die versuchen, an dieser Wärmewende-Frage aus der Mietenbewegung kommend zusammen mit Leuten aus der Klimabewegung was zu basteln. Ne? Also an der Frage, wie wird geheizt, wie wird energetisch modernisiert und so weiter. Oder umgekehrt die Frage der Vergesellschaftung, die ja vor allem aus der Mietenbewegung ganz stark kam, mit Deutsche Wohnen Co. enteignen,
die jetzt klimapolitisch aufgegriffen wird und wo jetzt nächstes Jahr eine Riesenkonferenz stattfindet. Was kann man eigentlich klimapolitisch, wie muss man da eigentlich die Frage der Vergesellschaftung denken und was geht da zusammen? Also das sind so neue Entwicklungen, wo ich sagen würde, da passiert thematisch was Spannendes, ist aber eher noch in den Kinderschuhen, aber da wächst was zusammen. Und das andere ist tatsächlich die Frage der räumlichen Bezugsebene. Und da habe ich das Gefühl, dass wir gerade von der, mindestens mal von der bundesweiten Ebene, nicht so viel erwarten können. Also wir können jetzt nicht darauf hoffen, wir sitzen in Frankfurt und es gibt irgendwie eine bundesweite Riesenkampagne zu XY und die, von der geht eine wahnsinnige Dynamik aus. Sondern das ist eben sowohl bewegungspolitisch, aber auch realpolitisch tatsächlich die kommunale Ebene, die lokalen Kämpfe, was sind, wo man noch am ehesten vielleicht auch was gewinnen kann. Weil es um konkrete Orte geht. Weil es auch um sozusagen ein Gefühl vieler Menschen gibt, dass es im Alltag was ist, was ich vor der Haustüre habe, was ich eher noch, wo ich Einfluss nehmen kann, eher als diese Prozesse, die ja alle, ne, Krise, Krieg, alles irgendwie Katastrophe grande, aber irgendwie auch alles weit weg. Und im Gegensatz dazu sozusagen, also der Campus vor der Haustüre, das Gebäude vor der Haustüre, meine Nachbarschaft, was ist, wo ich vielleicht auch eher noch ein Engagement aufbringen kann und will dafür. Und wo auch die lokalen Regierungen vielleicht noch eher zugänglich sind für Forderungen, als es auf Landes- oder Bundesebene der Fall ist. Auch da gibt es natürlich krasse Einschränkungen und ich bin der Letzte, der die Frankfurter Stadtregierung irgendwie verteidigen wird. Aber da ist schon erkennbar, dass zumindest gewisse Spielräume existieren und zumindest in einer Stadt wie Frankfurt auch finanziell gewisse Spielräume existieren. Das ist in anderen Kommunen anders. Ist sowas wie jetzt Schuldenbremse oder die Haushaltspolitik auf Ebene des Bundes, ist hier auch ein Problem, aber es ist trotzdem noch ein bisschen mehr Manövriermasse. Und letzter Punkt, das sieht man eben konkret, dieses Zusammengehen oder diese Möglichkeiten, zum Beispiel am Kampf um die grüne Lunge im Nordend, wo es mit Engagement von vielen verschiedenen Kräften, von autonomen BaumbesetzerInnen bis zur Bürgerinitiative und allem dazwischen gelungen ist, zumindest erstmal eine Bebauung zu verhindern mit Luxuswohnungen von einem Investor, Instone, wo es gelungen ist, diese Brückenschlag herzustellen zwischen sozialer Frage und Klimafrage und gemeinsam zu kämpfen. Eine andere Baustelle, ich habe schon erwähnt, ist eben diese ganze Frage der Wärmewende, der energetischen Modernisierung, wo wir gerade versuchen, sozusagen in größeren Wohnsiedlungen bei großen Wohnungskonzernen wie der Vonovia, aber auch der Nassauischen Heimstätte, der stadteigenen ABG, Mieterinnen zu organisieren und zu versuchen, es braucht eine energetische Modernisierung, wir sind nicht gegen Klimaschutz, aber das muss auf eine Art passieren, dass die Leute nicht verdrängt werden, dass sie ihre Miete weiterhin zahlen können an diese Frage. Und eben dritter konkreter Punkt, und das ist dann die Überleitung zu hier, ich glaube, die Frage von Leerstand und von der Nutzung, der Zwischennutzung von Bestandsgebäuden ist eine ganz zentrale Frage, wo wir in dieser Stadt an konkrete Kämpfe anknüpfen können, aber wo wir, glaube ich, auch noch viel offensiver umgehen müssen und können, weil es kann nicht sein, dass sozusagen in der Situation, in der so viel Wohnraum fehlt, in der so viele Freiräume fehlen, weiterhin ganz, ganz viel leer steht in dieser Stadt und immer jeden Tag Neues gebaut wird, was wieder leer steht. Also der ganze Luxusleerstand, den gibt es ja auch. Und ich glaube, dass man da auch die Frage von eben sozialer Nutzung und Klima sehr gut zusammenbringen kann und da entsprechend fast noch offensiver werden könnte, als wir das ohnehin schon sind. Genau, danke Felix für die Überleitung und für die halb positiven Ausblicke für die konkreten Kämpfe. Genau, ich würde jetzt nochmal an Miriam überleiten. Ihr beschäftigt euch ja auch als Architektinnen, die sich explizit auch politisch und ökologisch verstehen, sehr viel auch mit der konkreten Materie, was steckt in den Gebäuden, wie müssten Gebäude umgebaut werden, mit der ökologischen Frage. Und da vielleicht jetzt die Frage an dich, was müsste sozusagen passieren, was müsste sich verändern, um eine Utopie einer ökologischen Stadt in Deutschland irgendwie durchzusetzen? Wie, was würde das für Bauen, Umbauen, aber auch Gesetzeslagen und so weiter bedeuten? Ja, also mit dem Fokus auf den Bausektor fällt es sich so ein bisschen ähnlich wie das, was Felix gerade geschildert hat, ne? Also es
es gibt Ansätze und wir wissen auch, was gemacht werden muss und das auch schon wahrscheinlich länger. Aber ja, die Gesetzeslage spricht eigentlich so ein bisschen dagegen, ne? Und selbst Förderprogramme, die es bisher gab, also dass man sich zum Beispiel beraten lassen konnte, wie man saniert am besten und das kriegt man dann erstmal zu 80% finanziert, die wurden jetzt ja eben gestrichen. Und es steht jetzt so ein bisschen, na, aber energieeffizientes Bauen wird halt immer noch gefördert. Also steht immer noch alles auf, abreißen, neu bauen und so weiter. Ne? Jetzt auch, wo die Gelder dafür oder Gelder wegfallen, ne? Da setzt man dann eben wieder auf diese Sparte. So. Was wir aber eigentlich machen müssten, wir haben ja 10 Forderungen von den Architects for Future, ne? Ich kann dir einfach mal kurz durchgehen, vielleicht ist einmal Bedarfe zu überdenken, ne? Also weil der Wohnflächenverbrauch in Deutschland, der steigt eben jedes Jahr. Also bis vor kurzem war er noch bei 46%, ne? Vor 4 Jahren, 5 Jahren. Jetzt gibt es eine neue Statistik, jetzt ist er glaube ich schon bei 56 oder sowas. Ne? Also es wird immer mehr Fläche pro Kopf verbraucht und auch da sind das wieder Gesetzgebungen, ne? die das dann eben ja, so ein bisschen, wie soll ich sagen, fördern, ne? Dieses Locked-In, dass man jetzt alleine in einem großen Haus wohnt und dass das finanziell eben günstiger ist, als wenn ich jetzt in eine kleinere Wohnung gehen würde und mein Haus vielleicht einer Familie lassen würde. Ja? Stattdessen muss die Familie dann neu bauen und so weiter. Ne? Also so diese Frage, sage ich jetzt mal, der Umverteilung, ja? Weil dieses immer mehr Verbrauchen ist dann ein gegenteiliger Effekt im Bausektor. Also es ist schon so, dass der Bausektor immer effizienter wird. Ne? Die Heizungen werden immer effizienter, die Gebäude werden gedämmt und so weiter. Ne? Es wird saniert, nicht so viel, aber ein bisschen zumindest. Neue Gebäude sind effizienter. Aber nichtsdestotrotz steigen die Treibhausgasemissionen und der Rohstoffverbrauch. Also sie sinken nicht, ja, weil sich eben dieser Flächenverbrauch, dieser größere Flächenverbrauch pro Kopf, diese Effizienz wieder ausgleicht. So, ja? Also es ist auch eine Frage von was brauchen wir eigentlich, ne? Das ist das Erste. Teilweise gibt es da auch schon von den Wohnungsbaugenossenschaften, ne, von der Nassauischen und so weiter oder in Österreich oder in der Schweiz, die sind da ein bisschen rabiater, die Schweizer, da muss man dann einfach aus der Wohnung raus oder muss man dann Wohnung tauschen, ne, wenn der Haushalt kleiner wird und so weiter, weil die Berechnungen aufgestellt haben, wie sie bis, ich glaube 2040 oder 45 ist es, glaube ich, klimaneutral werden und sie haben eben festgestellt, okay, wir schaffen das nicht, wenn der Flächenverbrauch pro Kopf immer weiter wächst, sondern der muss jetzt irgendwo stagnieren. So, ne? Und eine Sache ist eben, ja genau, die älteren Menschen, ne, die in den Häusern wohnen, sind sozusagen so ein bisschen da drin gefangen in dieser Situation, weil sie nicht raus können, weil es teurer ist. Auf der anderen Seite sind es auch steigende Anzahl an Single-Haushalten und ja, verschiedene Aspekte, aber ja, da müsste man einfach entgegenwirken. Ne? Das andere ist natürlich Abriss, hinterfragen, weil man nicht neu bauen kann ohne Rohstoffe und Energieverbrauch, sei man baut ein Luftschloss. Energiewende beschleunigen ist natürlich im Bausektor auch ein Riesenpunkt, ne? Weil von diesen 40% Emissionen, die eben entstehen im Bausektor, sind 30% gehen eben auf den Gebäudebetrieb zurück. Also das heißt Heizen, Elektrizität und so weiter. Ne? Und solange das Stromnetz nicht dekarbonatisiert wird, kann man da auch nur begrenzt entgegenwirken. Ne? Wenn dann alle Gebäude irgendwann LEDs haben, dann kommt man da so ein bisschen an die Grenze, sage ich mal. Ne? Also davon hängt es auch noch stark ab. Ja, also das sind, fördert eine gesunde gebaute Umwelt, das zielt so ein bisschen auf die ganzen Schadstoffe ab, ne? Weil da ist natürlich auch viel Chemie drin in diesen ganzen Baustoffen, klimaresilient stärken. Also weil wir eigentlich die Normen, die wir haben oder nach denen wir uns richten müssen, die beruhen immer auf statistischen Werten. Also man schaut immer, okay, das 100-jährige Starkregenereignis, ne? Und dann guckt man, was ist die letzten 100 Jahre passiert, wie wahrscheinlich war da so ein Starkregen von so und so viel Litern pro Quadratmeter. Aber man denkt halt gar nicht da, also es wird nicht berücksichtigt, dass das natürlich für die Zukunft nicht mehr relevant ist, ja, weil es wird natürlich die Wahrscheinlichkeiten steigen und so weiter. Also man muss eigentlich Bauprojekte ganz anders auslegen, als sie im Moment ausgelegt werden, ja. Also es ist einfach mal so ein Auszug, ne? Und wie gesagt, das Problem ist, dass die Gesetzeslage eigentlich dagegen arbeitet. Und es gibt so Mechanismen wie die EU-Taxonomie, die dann da eingreift, ne? Oder dass Unternehmen sozusagen ESGs, also nachweisen müssen, dass sie nachhaltig handeln. Und
Ja, und das ist dann eben immer konträr, weil sie müssen sozusagen sich um diese Gesetze rumwinden oder sie müssen halt mehr bezahlen oder was auch immer. Also es sind so zwei Mechanismen, die da irgendwie so gegeneinander arbeiten, habe ich das Gefühl. Also das ist im Moment in der Baubranche vielleicht so ein bisschen das Problem. Danke dir. Vielleicht um das jetzt alles nochmal, was Miriam und Felix gesagt haben, so ein bisschen konkret auf den Campus zurückzubringen und da die Frage so ein bisschen an Tim, es war jetzt alles irgendwie nur so halb positiv für schon diese zweite Runde und ich würde meine Frage jetzt auch ein bisschen negativ einleiten und vielleicht ein bisschen hoffen, dass du vielleicht einen positiven Ausblick hast, aber was du auch schon vorhin mit der Geschichte gesagt hast, was die letzten 10 Jahre passiert ist, irgendwie das IWI wurde geräumt, steht seit über 10 Jahren leer, es gibt positive Projekte auch wie die ADA, aber wie es damit weitergeht, wo die hinkommen, ist unklar. Irgendwie letzte Woche wurde jetzt anscheinend von der Uni-Leitung irgendwie entschieden, dass das neue Studiohaus auf dem Campus Westend doch nicht gebaut wird, was ja konkrete Auswirkungen für euch als offenes Haus der Kulturen hätte. Der Erziehungswissenschaftenturm wurde abgerissen und da ist jetzt Luxuswohnungen und ein Luxushotel drin. Juridikum und Philosophikum hast du auch alles schon ein bisschen angesprochen und vielleicht ist der Traum eines Kulturcampuses bzw. Campuses für alle eigentlich schon aus und wir haben den Kampf verloren oder was für Hoffnungen gibt es denn noch und was muss jetzt passieren und welche Kämpfe müssen wir jetzt führen, um sozusagen den Campus als lebenswerten Ort zu erhalten, um den Campus als Ort der Nachbarschaft, des Zusammenkommens weiter auszubauen und was würde das auch vor allem für euch konkret als offenes Haus der Kulturen bedeuten? Natürlich ist noch nicht verloren. Was heißt natürlich, sonst wären wir nicht hier unter dem Motto sozial-ökologischer Campus, sonst würden wir uns diese Mühe hier nicht mehr machen. Ich glaube tatsächlich, es gibt viele negative Entwicklungen, die wurden ja auch jetzt genug schon erzählt und die sind uns eigentlich auch schon seit vielen Jahren bewusst, was schiefläuft. Aber ich möchte nochmal auf meine Eingangsthese oder die dritte dieser Thesen zurückkommen und sagen, wir haben hier unglaublich schon was geschafft. Wir haben eine Öffentlichkeit geschaffen, wir haben irgendwie ein Wissen uns geschaffen als Bewegung und wir haben auch praktisch ein generationenübergreifendes Projekt hier geschaffen. Also Thema Dohndorf irgendwie, hier sind mehrere Generationen vertreten, die für dieses Gebäude kämpfen und ich glaube, das ist was ganz Besonderes, was man nicht oft hat, dass das auch gelingt, dass solche politischen Kämpfe diese Generationen überwinden und diesen langen Atem haben. Ich glaube, wir sind jetzt an einem entscheidenden Punkt tatsächlich in diesem langen, schleppenden Prozess dieses Uni-Wegzugs, in dieser Transformation dieses Geländes. Wir sind jetzt an dem Moment, wo sich hier Dinge auch entscheiden. Und ich glaube, da müssten wir vielleicht auch erst nochmal Resümee ziehen und sagen, was haben wir eigentlich schon gewonnen? Das, um mal was Positives zu sagen, das sind ja Dinge, die fallen auch oft runter. Thema Bestandsgebäude, da wurde tatsächlich im Vergleich zu dem ursprünglichen Tabula Rasa schon sehr viel erreicht. Also da ist zumindest ökologisch schon sehr viel an grauer Energie, die jetzt hier bleibt. Ich sage nur Stichwort Studierendenhaus, was abgerissen werden sollte, was jetzt safe stehen bleibt. Philosophikum, auch wenn es nicht die perfekte Nutzung hat, bleibt stehen. Wir sind sehr nah dran praktisch. Die Stadt hat sich schon klar ausgesprochen, das Juridikum zu erhalten. Dieses Gebäude bleibt auch erhalten. Das Juridikum zu erhalten. Wir haben irgendeine Wahnsinnsmobilisierung, die sicher auch noch wieder noch lange nicht weg ist, was die Dohndorf-Druckerei angeht. Ich glaube, die Chancen, dass die erhalten werden, ist deutlich gestiegen im Vergleich zu vor noch, was wir vor einem halben Jahr gedacht hätten. Da gibt es total große Erfolge. Und ich glaube, was wir jetzt irgendwie machen könnten, wäre zu sagen, okay, diese ganzen Einzelprojekte nochmal wieder stärker zu verbinden und sagen, wir sehen diesen Campus wirklich als eine Möglichkeit, nochmal Stadt anders zu denken. Und da sind die Chancen gar nicht so schlecht im Moment, wenn wir da intervenieren, zu sagen, ja, wir haben die Ideen, hier gibt es so viele unzählige Ideen und es wurden noch viele nicht genannt, von Verkehrskonzepten bis hin zu anderen Formen des solidarischen Wohnen und solidarischen Umgangs mit Ressourcen, die wir jetzt auf diesem Gelände möglich machen könnten. Das ist was, wo wir, glaube ich, auch
zum Teil zumindest auch schon auch mit der Stadt zusammen oder zumindest da Anknüpfungspunkte geschaffen wurden, dass da auch durchaus eine Offenheit zumindest für Einzelne, gerade was die ökologischen Dinge angeht, auch bei der Stadt vorhanden ist. Partielle Unterstützung da ist oder auch viele PolitikerInnen das letztlich auch gut finden, was hier entsteht. Das würde ich jetzt gar nicht irgendwie so schlecht reden, sondern sagen, genau, da muss man auch zusammenarbeiten teilweise, weil man nicht außer Acht lassen darf, dass es eben einen Planungsprozess für diesen Campus gibt und dass man in diesen konkreten bestehenden Planungsprozess, der auch schon fortgeschritten ist, jetzt natürlich intervenieren kann und sollte. Ganz konkret gilt es, die bereits bestehenden Projekte zu stärken. Also genau die ADA-Kantine ist natürlich immer noch seit jeher prekär und gefährdet. Muss man unterstützen, dass die weiter existiert. Auch in einem Konflikt mit einem Wohnprojekt, was dort rein soll, ein gemeinschaftliches Wohnprojekt, wobei ich betonen möchte, dass dieser Konflikt letztlich hausgemacht ist und zwar von den Rahmenbedingungen abhängig gemacht ist. Also praktisch, wenn irgendwie so ein hoher Verwertungsdruck auf dem Gelände ist, dass ein Wohnprojekt sich nicht zusammen mit einer solidarischen Stadtteilkantine einfach realisieren lassen kann, weil eben eine Wahnsinnskostensteigerung, auch Wahnsinnskosten auf diesen Menschen da liegen, die da wohnen wollen, ist das, genau, da muss man gemeinsam gucken, wie dass man sich nicht gegeneinander ausspielen lässt, sondern dass man gemeinsam vorgeht. Dasselbe gilt fürs Studierendenhaus, du hast es gesagt, im Moment zieht die Uni, was wirklich ein Riesenskandal ist, stellt in Frage, ob das neue Studierendenhaus auf dem Campus Westend, am IG Farben Campus gebaut werden soll. Ich glaube, das ist was, wo man jetzt intervenieren kann und muss und ein Kampf, der noch lange nicht verloren ist. Ich bin schon fest davon überzeugt und es ist die einzige Möglichkeit, dass der AStA die Studierenden der Goethe-Uni ein neues, großes Studierendenhaus auf dem Campus endlich bekommen, was seit 20 Jahren versprochen ist, was seit 10 Jahren geplant ist, was seit 10 Jahren von der Uni nicht gewollt und verschoben wird. Da ist was, wo man ganz klar sagen muss, nein, da ist es braucht diese demokratischen Orte, gerade eine Uni, und es braucht sie in der Gesellschaft, Orte, von denen heraus dann eben praktisch auch eine andere Gesellschaft gedacht werden kann, die eben nicht nur einfach nur noch Krisenreaktion ist, sondern die auch positive Gegenentwürfe entwickelt. Und um jetzt nochmal ein bisschen konkret zu werden, die anderen Dinge sind natürlich irgendwie jetzt sehr akut, die leerstehenden Gebäude, sowohl die Dundorfsche Druckerei wie das Juridikum, wie im Moment die Kunstbibliothek, also das Gebäude vor dem Juridikum. Da ist natürlich jetzt sehr viel, diese Gebäude werden auch die nächsten Jahre noch leer stehen, da machen wir uns mal nichts vor. Da gibt es Konzepte für, da könnte man jetzt anfangen und sagen, wir machen hier eine andere Art von Stadt, wir machen auch eine andere Art von ökologischem, nachhaltigen Campus, solidarischem Campus. Und da gibt es eben die Potenziale, die ja schon vielfach angesprochen wurde. Man könnte anknüpfen an die ADA-Kantine, einen anderen Umgang mit Nahrungsmitteln, Ressourcen, solidarischer, ökologischer Landwirtschaft noch stärker denken. Man könnte Materiallager, man könnte einfach Räume, also einen Umgang mit Ressourcen, der ein Umgang mit räumlichen Ressourcen ist, nochmal anders denken. Aber auch die Frage, wie füllt man den? Und wie nutzt man letztlich die letztlich zivilgesellschaftlichen Ressourcen, die es gibt? Und die zwei Sachen hängen, glaube ich, für mich zusammen und es ist ein wichtiger Punkt, dass es Ressourcenfrage auch unter diesen zwei Perspektiven sehen kann. Es gibt die gebauten Ressourcen und es gibt die zivilgesellschaftlichen Ressourcen, also uns und die ganzen Ideen, die es gibt. Bekommen die in den nächsten Jahren hier einen Raum oder gehen die unter, weil sie einfach keinen Raum bekommen? Und da würde ich sehr stark dafür einsetzen, dass man im Versuch zusammen auch mit der Stadt weiter dafür kämpft, dass jetzt die nächsten Jahren hier Zwischennutzungen möglich sind. Und da gibt es auch schon Entgegenkommen. Gleichzeitig aber auch, und damit möchte ich schließen, das ist auf gar keinen Fall selbstverständlich. Also es ist genauso gut möglich, dass das alles hier 5 Jahre leer steht und dann abgerissen wird. Also letztlich die Erfahrung aus all diesen Jahren Auseinandersetzung mit diesem Campus ist, ja, man muss es auch selber machen, weil sonst wird nichts passieren. Und das ist aber auch, wo wir gestärkt reingehen können, wo wir mit einem starken Selbstbewusstsein reingehen können, weil wir haben extrem viele gute Ideen und wir haben auch schon extrem viel gezeigt, was geht, wenn die Menschen Raum bekommen auf diesem Campus. Und ich glaube, da müssen wir einfach selbstbewusst weitermachen und sagen, ja, okay, nee, dann nehmen wir uns die Räume und zeigen mal, wie Stadt anders funktionieren kann. Und machen auch den nötigen Druck, den es auch natürlich braucht, angesichts der doch harten Rahmenbedingungen irgendwie, allein ökonomischer Art, hier tatsächlich noch einen Campus, einen solidarischen Campus für alle und ökologisch nachhaltig zu machen, weil das ist unsere einzige Chance. Es ist völlig klar und da ist auch ein Bewusstsein, glaube ich, für vorhanden, dass wir jetzt auch Stadt anders denken müssen und vor allem Stadt anders praktizieren müssen. Ich glaube, das ist allen klar, nicht nur uns, sondern mittlerweile auch der Stadtregierung. Es gibt bloß mittlerweile bislang noch nicht die Felder, wo es auch passiert. Und ich glaube, hier können wir mal als
als Gesellschaft zeigen, dass es möglich ist, auf diesem Campus in den nächsten Jahren irgendwie Stadt komplett anders zu denken oder nochmal vorzuleben, wie es anders funktionieren könnte. Und da bin ich sehr optimistisch, dass uns das ein Stück weit gelingen wird. Danke, Tim. Ich glaube, du hast auch schon einen guten Punkt gebracht, sozusagen selber machen. Genau, ich glaube, mit Julia haben wir hier jemanden hier sitzen, die genau diesen Versuch nochmal sehr, sehr praktisch dieses Jahr versucht haben, selber zu machen, die aber auch im Sommer vor die Situation gestellt worden ist, dass ihnen Verhandlungen versprochen worden sind von Land, Stadt, Uni und dem MPI. Dass das aber irgendwie alles ein sehr großer Hohn war und dann darauf irgendwie ohne wirkliche Kommunikation eine gewaltvolle Räumung passiert ist, daraufhin aus die Uni und Stadt und Land sich nicht wirklich sehr mit Ruhm bekleckert haben, wäre so ein bisschen die Frage, wie seht ihr, wie kann solidarischer Campus aussehen, wie können wir da hinkommen, was braucht es dafür jetzt und was müsste jetzt sozusagen in den kommenden Monaten und auch an das, was Tim gerade schon alles auch skizziert haben, passieren und braucht es da mehr Druck als irgendwie öffentlich zu appellieren, sondern was ist sozusagen, was müssten die nächsten Schritte sein? Also ich glaube, als ersten Schritt, den man, also wir würden sagen, kann man lassen, das öffentliche Appellieren funktioniert nicht mehr. Das seit Jahren wird alles Mögliche, wird appelliert und dazu aufgerufen und nochmal ins Gedächtnis gerufen und nochmal daran erinnert. Und es funktioniert einfach nicht. In ganz vielen gesellschaftlich-ökologischen Fragen funktioniert es einfach nicht mehr. Und wir sind nicht mehr an dem Punkt, an dem wir sagen können, ja, okay, wir rufen das den Leuten nochmal ins Gedächtnis und dann glauben wir daran, dass sich die Politik dann schon darum kümmern wird. Genau, daran glauben wir nicht, sondern wir müssen es selber machen. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir eine Stadt für alle und eine solidarische Stadt für alle nur durch Druck von unten aufbauen können. Und wir müssen uns die selber erkämpfen, wir müssen uns Freiräume selber schaffen, wir müssen uns Stadträume aneignen, selber nehmen, selber bespielen, selber Inhalte setzen, selber Punkte setzen. Natürlich ist es so, dass wir nicht, dass kein irgendwie Besetzungsprojekt frei von städtischen Strukturen und politischen Strukturen und irgendwie so Formalitäten ist. Da muss natürlich müsste da Verhandlungen stattfinden und natürlich muss man da irgendwie auf eine gemeinsame Basis kommen, damit Projekte langfristig eine Chance haben und man muss quasi auch bis zu einem gewissen Teil, würde ich sagen, sich so institutionellen Verfahren hingeben, einfach weil es sonst nicht funktioniert. Und ich würde aber sagen, dass so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Also ich würde sagen, der aktivistische Schwerpunkt und der emanzipatorische Gedanke dahinter muss der stärkere sein und der Gedanke, Druck aufzubauen. Und das muss einfach der Hauptfokus sein. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Menschen auch im Aktivismus hält und was empowernd sein kann und was Mut macht. Und es macht keinen Mut, wenn man jahrelang appelliert und dann immer hofft und dann ist aber irgendwie schon klar, dass es nicht passiert und eigentlich glaubt niemand mehr dran, aber man probiert es halt nochmal. Das empowert nicht. Und dann macht man das anderthalb Jahre und ist mega ausgebrannt und es ist mega frustrierend. So, und dann hat man darauf keinen Bock mehr und es ist das Verständlichste der Welt. Aber wenn man sagt, okay, dieses Gebäude ist leer, wir machen das jetzt einfach mal, wir haben ein geiles Konzept und wir haben ein Konzept, was so vielen Menschen mega viel bringen könnte, was irgendwie nice angenommen wird, wo sich Leute richtig Gedanken zu gemacht haben und dann kann man einfach mal so diese Utopie leben. Das ist das, was Leuten Mut macht, was Leuten Hoffnung macht, was empowert und was Leute dazu motiviert, auch selber Sachen in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, dieser Gedanke ist mega wichtig und da müssen wir noch mehr hinkommen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal, wir probieren das einfach mal, versuchen uns einfach mal diesen Raum anzueignen. Und ich glaube, das haben wir im Sommer geschafft. Wir haben sehr viel Druck aufgebaut. Wir haben
die Donauaufdruckerei nochmal ganz anders in ein Gespräch gebracht, nochmal eine ganz neue aktivistische Perspektive reingebracht. Eigentlich kann niemand mehr über die Donauaufdruckerei reden, ohne über die Besetzung zu reden. Niemand kann mehr sagen, ja, was sollen wir denn mit dem Gelände machen? Es gibt ein Heft mit 20 Seiten, wo Nutzungskonzepte drinstehen. Es gibt tausende Ideen, die tausendmal schon genannt wurden. Also ich glaube, dieses, ja, auch Leuten es unmöglich zu machen, zu sagen, ja, wir wissen es ja gar nicht und wir können ja auch nichts machen und es ist alles so kompliziert und es ist alles so schwierig und es tut uns ja auch so leid. Funktioniert halt nicht so, wenn Leute da halt drin sind und sagen, yo, funktioniert schon, muss halt machen. So, und ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, einfach immer weiter Druck aufbauen, Druck von unten, Druck von Menschen für Menschen. Genau, und einfach nochmal eine andere Perspektive reinzubringen und zu sagen, jo, wir lassen euch keine Ruhe mit diesem Gebäude. Wir wollen dieses Gebäude haben, wir wollen da Teil unseres Nutzungskonzepts umsetzen. Genau, und wir sind jetzt ein bisschen, genau, noch in Verhandlungen und in Gesprächen und müssen uns so ein bisschen, genau, einfach nochmal neu sammeln und orientieren und gucken, okay, wo, an welcher Stelle lohnt es sich quasi nochmal zu kämpfen. Und ich würde sagen, was wir im Sommer aber auf jeden Fall auch geschafft haben, ist einfach, ja, diese Gemeinschaft nochmal aufzubauen. Diese Gruppe, also genau, quasi die Druckerei-Leute nochmal zusammenzubringen und nochmal zu sagen, okay, und wir sind irgendwie eine coole Crew und wir haben irgendwie alle richtig viele Ideen und richtig Bock und richtig viel Power. Und ich glaube, das ist ganz viel wert, einfach diese Crew quasi zu haben, diese Menschen, die alle irgendwie an diese Utopie-Druckerei irgendwie denken und daran festhalten und das gemeinsam ermöglichen wollen. Genau, danke schon mal an die vier Referentinnen. Ich würde jetzt so ein bisschen in die Diskussion Zukunftswerkstatt überleiten. Dafür könnt ihr euch schon mal irgendwie Fragen überlegen, die ihr gerne hier dem Podium stellt. Ihr könnt aber auch gerne eigene Statements nochmal oder sozusagen eure Perspektive aufmachen. Was ist eure Perspektive? Was braucht es jetzt? Wo müssen wir hin? Welche Bündnisse müssen wir schmieden? Und wie müsste eigentlich dieser Campus in 10 Jahren aussehen? Das wäre jetzt so ein bisschen der Plan für die nächste halbe Stunde. In der Zwischenzeit, wo ihr euch Fragen überlegt, würde ich schon mal eine Frage noch anschließend stellen. Und ich glaube sozusagen, was wir hier heute machen, ist schon der erste Anfang. Wir kommen zusammen, wir überlegen, wie kann ein anderer Campus aussehen, was brauchen wir dafür. Und ich glaube, vor allem Tim und Julia haben das jetzt schon mal sehr in abstrakter Form für den Campus ausformuliert. Genau, deswegen vor allem die Frage an euch beiden, aber natürlich an Felix und Miriam genauso. Was müssten jetzt die konkreten Vereinbarungen sein? Bräuchte es sowas wie eine Planungswerkstatt, die kontinuierlich mit verschiedenen Projekten auf dem Campus, um den Campus herum zusammenarbeitet, die unterschiedlichen Felder von Adderkantine, von Donauaufdruckerei, von Studihaus, von aber auch, wie vor einigen Tagen ist ja das Café Rabe besetzt worden, was ja auch gleich um die Ecke liegt. Ich glaube, alte Besetzerin von irgendwie dem IWI sind ja auch noch politisch aktiv. Sozusagen, wie müsste man diese ganzen Projekte von der Initiative Donauaufdruckerei, sonst, also es gibt ja unglaublich viele Gruppen, Bündnisse, Initiativen, die zu dem ganzen Thema arbeiten. Wie müssen wir die dauerhaft zusammenbringen? Was müssten Vereinbarungen sein? Und wie müsste dann eine gewisse Diversität auch aussehen, um das alles, den Druck weiter zu steigern? Ich glaube, ein ganz zentraler Aspekt muss sein, Kräfte zu bündeln, Kräfte zusammenfließen zu lassen und genau, sich nochmal größer denkend, weiterreichend zusammenzuschließen. Und ich glaube, da ist es total wichtig, auch mitzubedenken, dass natürlich alle Initiativen und Gruppen und irgendwie genau Menschen, die irgendwie am
um den Campus herum irgendwie arbeiten und da versuchen, Freiräume zu schaffen. Genau, dass da irgendwie der Modus sein muss, dass genau alles zusammengedacht wird. Und wir müssen, glaube ich, gemeinsam mehr denken, okay, die ADA-Kantine, der Kulturcampus, die Druckerei, das kann alles Hand in Hand gehen und das kann alles gemeinsam funktionieren. Und ich glaube, da ist total wichtig zu sagen, okay, es gibt so viele Kräfte, so viel Power von Leuten, so viel Expertise auch von Jahren, dass wir das nochmal mehr kommunaler gestalten, dass wir sagen, okay, wir treffen uns einfach regelmäßig und Menschen teilen einfach ihr Wissen. Wir versuchen mal Menschen auf einen ähnlichen Wissensstand zu bringen, dass einfach Leute sich nochmal neu vernetzen können. Und ich glaube, was auch ein ganz zentraler Punkt ist, den wir auf jeden Fall sehr krass gemerkt haben in der Druckerei, ist, dass so der intergenerationale Aspekt auf jeden Fall auch nochmal mehr mitgedacht werden muss. Da treffen einfach verschiedene Lebensrealitäten aufeinander, verschiedene Kämpfe, verschiedene Erfahrungen. Und all das muss gemeinsam gedacht werden. Und das ist mega schwierig und das ist ein voll schwieriger Prozess und ein voll auch komplizierter Aushandlungsprozess. Aber ich glaube, wir müssen mehr sagen, okay, wir verändern die Stadt nicht, wir bauen keinen Druck von unten auf mit 25 Studis. Das funktioniert einfach nicht. Also so kann das nicht funktionieren, weil so funktionieren Städte nicht. Sondern es muss mitgedacht werden, okay, was ist mit Kindern, was ist mit Familien, was ist mit älteren Menschen, was ist mit wohnungslosen Menschen, was ist mit Studierenden, was ist mit Schulkindern? Also so all diese Aspekte müssen mitgedacht werden und das kann nur funktionieren, wenn sich verschiedene Initiativen zusammenschließen und sagen, okay, diese Initiative deckt diesen Bereich ab, diese Initiative hat zu diesen Menschen mehr Kontakt und ich glaube, das ist nur sinnvoll und auch das einzig Sinnvolle oder auf jeden Fall mit das Sinnvollste. Ja, ich denke, damit ist eigentlich so gut wie alles gesagt. Ungefähr so hätte ich es auch ausgedrückt. Nicht so. Ich würde höchstens noch hinzufügen, irgendwie, dass das Ganze ja irgendwie eben schon zum Teil auch besteht. Das hast du gar nicht anders gesagt. Aber es gibt einfach diese Strukturen ja schon. Und es gibt jetzt eben den Versuch, irgendwie seit längerem das auch tatsächlich selbstbewusst unter diesem Label Kulturcampus zu denken. Also Stadt und Land hatten jetzt 25 Jahre Zeit, diesen Kulturcampus zu entwickeln. Ist bis jetzt noch nicht so wirklich vorangekommen. Aber wir können sagen, wir können selbstbewusst sagen, ja, wir sind zum Teil einfach schon dieser Kulturcampus. Wir sind hier, wir sind mit vielen Projekten aus dem Stadtteil, aus der Stadtgesellschaft, auch hier vor Ort. Und wir können sagen, wir sind das bereits. Also wir müssen nicht mehr auf die Zukunft warten, dass hier irgendwas in der Zukunft entsteht, sondern wir sind schon da. Und das meine ich gar nicht im Widerspruch irgendwie zu den anderen Kulturinstitutionen, die vielleicht irgendwann hier hinkommen sollen, wie die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst oder im Frankfurt Lab. Ist nochmal ein anderes Thema vielleicht, aber ich glaube, wir können selbstbewusst sein und sagen, ja, es gibt dieses Label und wir haben es uns angeeignet und jetzt müssen wir einfach nochmal gucken, wie wir uns weiter diese Vernetzung aufrechterhalten, die bestehenden Projekte solidarisch stärken und gucken, wie kann man gemeinsam weiter hier Land gewinnen. Und ja, genau, also durchaus auch in Kommunikation mit dem Rest der Stadtgesellschaft, weil die große Unterstützung, die es aus der Stadtgesellschaft gibt, auch jenseits jetzt von unseren direkten Kreisen hier, die muss man nutzen, die ist auch wichtig und darauf kann man aufbauen. Das reicht auch bis zum Ortsbeirat, aber auch teilweise sehr stark auch ins Stadtparlament hinein. Ich sehe das gar nicht, da bin ich vielleicht etwas unterschiedlich, gar nicht nur in der Opposition, sondern anknüpfen an das, was es an Unterstützung gibt, aber eben auch den Druck aufbauen, der nötig ist, weil von allein, haben wir öfter schon gesagt, passiert nichts. Genau, danke euch beiden. Mich hat gerade eine Nachricht erreicht, die mir zugeflüstert worden ist. Anscheinend ist parallel zu dieser Veranstaltung sich noch ein Ort angeeignet worden. Ich habe keine genaueren Infos darüber. Aber soweit ich das gerade mitbekommen habe, ist die Donndorf-Druckerei wieder besetzt worden. Genau, ich glaube, das ist eine sehr positive Nachricht. Wie weit genau das jetzt vor Ort aussieht, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe schon, Leute ziehen sich anscheinend Jacken an und wollen in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt diese Veranstaltung noch weitermachen, wenn man diese Nachricht hat. Aber ich will jetzt hier auch niemanden dazu abhalten, dorthin zu gehen, aber natürlich auch niemanden auffordern, sich illegal Räume anzueignen. Aber ihr seid frei zu tun und lassen, was wir wollen. Ich glaube, wir als Referentinnen stehen auch weiterhin noch für Fragen kurz hier zur Verfügung. Aber
und sagen. Genau, danke nochmal an die Referentinnen, danke an das Senckenberg-Institut hier für die Räumlichkeiten, danke an die Adlerkantine für die Verpflegung. Habt einen schönen Tag, passt auf euch auf, nehmt euch gern noch was zu essen und trinken und wir diskutieren gern. Hier ist auch noch eine Meldung. Genau, die Unterschriftenliste für den Erhalt der Donndorf-Druckerei liegt auch aus. Genau. Dann einen schönen Tag noch.